3. Digga, alles gut? Ja, bei dir? Ja, Mann, alles gut. Ich habe hier heute so eine kleine Show bei mir im Laden. Ich wollte so ein paar von diesen Sachen hier einkaufen, weißt du, weil ich habe Chefcat da, hier ist auch Landsmann, glaube ich, von dir. Ah, okay. Und wenn er schon die ganze Zeit mit mir reden muss, weißt du, muss er jedenfalls was zum Knabbern haben. Deshalb, ich nehme auf jeden Fall 5 von diesen sauren Dingern hier. Jo. Und dennoch 5 Schnullis da unten, die 13, die gute Nummer 13 davon auf jeden Fall. Und dann, glaube ich, noch so diese Nummer 2 hier, auch nochmal 5. So, und das sollte reichen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe heute die ganze Zeit nur in Kleingeld bezahlt, aber ich glaube, jetzt habe ich einen Schein hier gefunden. 5er, reicht 5er, oder? Das ist vollkommen ausreichend. 1,50, ey, für so viel Ware. Fett. Danke, Digga. Danke dir. Schönen Abend noch. Jo, euch auch. So, Leute, fürs Essen ist gesorgt, zumindest für die Snacks. Es geht los jetzt. Yo, Sam TV Raps, die allererste Folge aus dem gefundenen Fressen hier in der Marktstraße in Hamburg City, ey. Da steht einfach so ein Ombre, gibt mir ein Mikrofon in die Hand. Ich glaube, ich gehe da einfach mal rein und sag mal so. Yo, ich sag, Chigi checkt den Reim. Welcher Restaurantbesitzer sonst kommt in seinen Laden rappend rein? Kennt ihr einen? Nein, ist der Flow, den ihr liebt. Bei Yo, Sam TV Raps, die neueste Hip-Hop-Show, die es gibt. Und ich sag, yo, yo, Rapper sagen? Yo! Okay, DJ Vito hat euch gut gebrieft, sehe ich. Ja? Bei den meisten Shows, die wir machen, wissen Leute einen Scheiß, was Rapper sagen. Ja, nichts. Das heißt, bei Yo, Yo, Rapper sagen. Ja. Nee, nee, ich wollte vormachen, dass denn sonst Stille kommt, aber ihr seid zu krass, Hamburg, dankeschön. So, das ist unsere erste Show hier. Ich gehe mal rüber zu meinem Mann, DJ Vito. Übrigens, aber im Skript stand, jetzt soll ich meinen Drink bekommen. Jetzt habe ich meinen Drink schon bekommen und da hinten abgestellt. Erster Fehler. Was geht ab, Bro? Ja, alles gut. Ja. Ich freue mich, dass du hier bist, in deiner eigenen Show. Ja, in meiner eigenen Dafür. Show. Ja. Es freut mich auch sehr. Das war lange schon nämlich eine Idee von uns. Und wir haben mal vor 2 Jahren angefangen, einen Podcast zu machen. Ne? Ich weiß nicht, ob viele Leute den mitgekriegt haben. Der heißt Sam's Emilias Podcast. Ja. Es ging eigentlich darum, dass wir mit Leuten gekifft haben und dabei ein bisschen über Hip-Hop geredet haben. Warte mal, mein anderes Mikro hängt hier fest. Aber wir hatten tolle Gäste. Genau, wir hatten krasse Gäste. Wir haben 6 Folgen in einer Rekordzeit abgerissen. So nach 6 Wochen gab es schon 6 Folgen, aber dann gab es nie wieder eine Folge danach. Nee. Da haben wir ein paar Alben gemacht und Halben und so. Und jetzt haben wir das hier organisiert bekommen, dass wir unsere eigene Show haben. Und wir haben auch einen krassen ersten Gast auf jeden Fall, muss ich schon mal sagen. Kannst du schon einmal eine Airhorn oder so? Ja. Außerdem haben wir sowieso ein sehr star-angereichertes Publikum hier heute. Ne? Also wir haben viele krasse Leute. Und ich erzähle mal kurz den Leuten, was in der Show geht. Weil heute wird ja behauptet, die ganzen jungen Menschen haben so eine kurze Geduldsspanne, dass man eh nur alles in 5-Sekunden-Clips verwerten kann. Ich habe einfach Bock gehabt, eine Show zu haben, wo ich mal richtig vernünftig mit Leuten reden kann. Weißt du? Richtig einfach mal so Real Talk, ohne dass alle 10 Sekunden irgendein Song kommt, ein Einblender, irgendwas. Und deshalb wird es hier auf jeden Fall einen Talk geben mit einem krassen Gast. Mhm. Es wird später am Ende Performances geben. So ködern wir natürlich die Leute, so, dass sie zumindest, wenn sie keinen Bock haben, uns labern zu hören, am Ende wieder reinschalten, wenn wir dann live hier rappen. Viele gute Artists heute Abend. Und ich muss auch nochmal sagen, ich bin sehr froh, wenn wir nicht verklagt werden direkt nach der ersten Show. Eigentlich ist es ja ein Livestream, deshalb kann er nicht abgesetzt werden. Aber wir haben uns schon leicht inspirieren lassen beim Titel der Show und dann auch beim Logo. Schaut doch mal meinen Razer, der hat das Logo gemacht. Also MTV, falls ihr uns verklagen wollt, macht es erst nach meinem MTV-Unplug nächstes Jahr, sonst sieht das für uns alle nicht gut aus. Ich promote letztendlich auch eure Marke. Ich rede natürlich von Yo MTV Raps. Einer der legendärsten Hip-Hop-Shows, die es je gab. Oh. Mit der bin ich aufgewachsen. Und dann das erste Pendant dazu damals im deutschen Rap war die Show Freestyle. Ja. Auf Viva. Und da waren Torch, Scope und Storm, die Hauptmoderatoren. Mhm. Und ich wollte die eigentlich einladen in die erste Sendung. Und Scope hat heute Geburtstag, deshalb Happy Birthday an ihn. Torch hat mir die galanteste Absage ever gemacht. Ich meinte so, ich will dich interviewen über Hip-Hop-Kultur. Wir reden einfach so von Künstler zu Künstler. Das ist nicht so wie die Medien und so. Und er so, ja, wir können ja mal Pizza essen gehen.
Oh. Und ich so, ja, okay, und dann dabei soll ich dich interviewen? Er so, nee, ich mach keine Interviews. Ich so, okay, alles klar. Das war. Ist doch schön, er will mit dir chillen. Genau, er will mit mir eine Pizza essen gehen. Ich fühle mich auch echt, das ist meine, weißt du, wenn ich das als 16-Jähriger gewusst hätte, auch schon richtig krass. Aber er wollte mir kein Interview geben und dann habe ich das einfach gelassen. Ich hatte eh gedacht, ich würde gerne mit denen reden darüber, was deren Werte damals waren, dass sie diese Hip-Hop-Sendung gestartet haben. Und dachte aber immer so, ich bin ja der Host und natürlich habe ich meine eigene History. Ja. Aber ich will auch, irgendwie habe ich immer an diesen einen Gast gedacht, den wir heute auch als Talkgast haben. Ja. Weil er einfach so krass für Werte steht, dass ich ihn auch eh schon dabei haben wollte. Dann sind die anderen weggefallen und jetzt ist nur er da, beziehungsweise noch viel mehr Leute sind da. Aber mein Talkgast heute werde ich gleich gloriös anmoderieren. Aber von da drüben, Vito, wir sehen uns später, ja? Aber so, das hier nämlich mein Spot mit Ginger Ale, Eis, Double Cup. Wie sich das gehört für einen Baus. Dann habe ich jetzt hier eingekauft. Ihr habt es vielleicht gesehen, falls die Übertragung gestimmt hat. Ein paar Snacks für mich und meinen Mann, der hier gleich sitzt. So. Und ich sage ihn jetzt einfach an, ja? Party People. Er ist nicht nur der bestsingendste Rapper und bestrappendste Sänger. Er ist auch ein unglaublicher Künstler, der nie angefangen hätte zu rappen, hätte er sich nicht seinen kleinen Finger gebrochen. Okay? Ich rede von keinem Geringeren als dem glücklichsten Mensch, dem glücklichsten Rapper der Welt oder zumindest der deutschen Hip-Hop-Szene. Sein Name ist Chefcat. Er kommt aus Heidenheim an der Brenz, wohnt jetzt in Berlin. Komm rüber, Bruder. Yo. Check, check, check. Hallo. Ich wollte da nicht gerade nah sagen, aber ich glaube, ich fange an mit jedem Gast und sage erstmal so, yo. Hannes. Okay. Das ist Next Level Shit. Ich dachte, die korrekte Antwort wäre auch ein yo, aber Hannes ist auch cool. Hast du auch deinen Homie hier gleich promotet? Heißt er Johannes, ne? Ja, Mann. Johannes. Johannes, krass, Alter. Arzberger, der Jazzpianist. Guck mal, ich habe uns Snacks gekauft hier beim Kiosk nebenan. Mhm, saure Zungen, kenne ich. Auf jeden Fall. Bisschen was hier zum Snacken, nur damit wir uns wohlfühlen. Mhm. Aber das ist nicht alles, was ich für dich habe. Bevor wir hier in tiefe Gespräche eintauchen, will ich dir auch sagen, ich bin richtig froh, dass du mein erster Gast bist. Ich weiß nicht, ob du es eben schon gehört hast. Mhm. Ich wollte eigentlich die Originalbesetzung von Freestyle einladen. Und das aus diversen Gründen hat das nicht geklappt. Und trotzdem hatte ich immer gedacht, so, ey, ich brauche noch irgendjemand, der vielleicht auch noch eine andere Sicht darauf hat, aber auch damit aufgewachsen ist, ne, irgendwie damals Hip-Hop-Medien für sich, ne, bestimmt so wie so eine Bibel auch für dich gewesen. Und weil du so krass für Werte stehst, so, mir ist einfach kein anderer Mensch eingefallen, der so heftig für Werte steht wie du. Ist das nicht das krasseste Kompliment, was du je bekommen hast? Es ist Wahnsinn auf jeden Fall, aber ich finde gar nicht, dass es so krass ist. Es liegt halt vielleicht an dem Vergleich zu vielen anderen Sachen. Dass man dann hängt tief, meinst du? Ein bisschen schon, ja, und man verdient halt nicht so viel Geld damit, mit Werten. Ich glaube, wenn jeder Mensch Geld dafür bekommen würde, dass er nett ist, dann wär die Welt anders auf jeden Fall. Aber es gibt ja Wertanlagen, ne? Aber keine Werteanlagen. Vielleicht haben wir eine komplett neue Marktlücke jetzt schon entdeckt. Na, oh Gott, das Ding ist mir voll im Hals schmecken geblieben. Saure Zungen sind auf jeden Fall gefährlich. Auf jeden Fall war das erstmal mein überschüttendes Lob. Dass du hier bist. Dank. Hammer. Und dann ist es nicht alles, sondern ich habe auch Gastgeschenke am Start für dich, hier unten. Und die werden wir jetzt einblenden hier. Das sieht man noch ganz professionell, wie das gerade angemacht wird. Guck mal, du musst jetzt ein bisschen da rumkommen. Und der Sound läuft nicht von dem Einblender. Das ist nicht gut. Achso, nee, das sind wir selber gerade. Schon, das habe ich gleich gecheckt. Hamburger Wetter, Baby. Heute die erste Folge. Und ich will natürlich guter Gastgeber, der ich bin, immer für jeden Gast ein Gastgeschenk haben. Das hier ist die Marktstraße in Hamburg City. Eine Oase, wenn es um kleine Boutique-Läden und stylische Accessoires geht. Also hier gibt es auch Louis Vuitton. Der Chefkeller hat gerade gestern geinstagrammt. Gucci ist das neue Ed Hardy. Ich habe mich natürlich direkt angegriffen gefühlt. Sorry. In der Mien. Mir ist er ein bisschen zu klein, aber Chef ist ja schon eindeutig kleiner als ich. Hat er auch. Ja. Die deutsche Standardkopfgröße früher. Jetzt ist es ungefähr 60, weil die alle in so Läden, wie du einen machst,
Danke. Sich da die Fleischklappe. Guck mal, also sogar 10 Stücke, weil wir noch hier noch ein bisschen. Ja? Deshalb? Ja. Fleisch macht den Kopf größer, oder? Nee, nicht den Kopf, sondern der ganze Mensch. Hier ist der Plattenhändler meines Vertrauens seit den 90er Jahren, Groove City. Watch. Ja, ne? Das ist herrlich. Chef Cat, und meine Challenge an dich. Wenn du es wirklich schaffen willst in deiner Karriere, musst du irgendeinen Song auf 7-Inch rausbringen, der dann hier in der türkischen OG-Singles-Kiste bei Groove City landet. Dann hast du es geschafft. Und bis dahin gilt. So, Party People. 2023, Baby. So, ich hoffe, dass meine Sendung auch bis 2023 mindestens läuft. So. Wow. Lieber Chef Cat, das erste Geschenk ist hier Baris Manco. Baris Mancho. Baris Mancho. Mhm. 2023, ich habe das vorhin so aus Witz gesagt, ich dachte bis 2023 soll meine Sendung laufen, aber vielleicht läuft sie auch nur bis 20.23 Uhr, ist mir gerade eingefallen, die Doppeldeutigkeit. Nee, das ist schon das Jahr, ich glaube ja, ne? Bis dahin. Kannst du damit irgendwas, verbindest du irgendwas mit diesem Künstler? Oder ja, mit Baris Mancho, den habe ich, als ich ein Kind war, immer sehr viel gehört. Und meine Eltern haben das gehört und das ist so quasi türkisch-psychedelischer Rock aus den 70ern. Ja, er sieht nicht jetzt so Tarkan-mäßig aus, so wie der glatt gebügelte Teenie-Lover. Nee, also für alle Leute, die ihn noch nicht genau gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie auch zeigen kann. Also es ist ein sehr langhaariger, mystisch aussehender Mann. Mhm. Und genau, die Frau im Plattenladen meinte ihm auch, dass es irgendwie auf jeden Fall das Ding bei dir irgendwas so aus deiner Kindheit hervorrufen wird. So, deshalb im Idealfall sind das positive Sachen. Auf jeden Fall ist ein Volksheld, auf jeden Fall auch, ja. Baris Mancho. Man hat ihn auch das wandelnde Wörterbuch genannt, weil er einfach auch so Millionen Sprachen konnte, überall in der Welt rumgereist ist und türkische Sendungen gemacht hat, über andere Kulturen geredet hat und so weiter. Und die Bewegung damals war so, dass die einfach eine Brücke geschlagen haben in den Westen mit viel Blues-Elementen. Baris Mancho hat sogar Country gemacht auf Türkisch. Geil. Und ich habe auch viel davon gesampelt. Und Ono hat ja auch eine Platte gemacht mit türkisch-psychedelischen Rock-Samples. Ja. Und dann hat Mos Def mal auf dieses Selda Bajan-Sample gesungen, wurde dann verklagt. Aber, cool, aber cooler Song auf jeden Fall. Und hier... Usuninje Biryoldayım ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Song. Was heißt das? Ich bin auf einem langen Weg. Ich bin auf dem Weg. Also sehr. Was meinst du? Wiederhol das nochmal. Usuninje Biryoldayım. Super. Es geht so. Usuninje Biryoldayım. Und es hat damals Aşık Veysel gesungen. Aşık Veysel war ein blinder Mann. Und irgendwann gab es sehr viele Covers. Baris Mancho hat eins gemacht, Selda Bajan hat eins gemacht. Krass. Und sehr, sehr, sehr gute Musik, also kann ich jedem empfehlen. Und vielen, vielen Dank. Cool, ja, vielen gerne. Dank. Und dennoch ein Geschenk, was die Leute vielleicht nicht direkt checken werden, was auch nicht nur einen modischen Zusammenhang hat, aber ich habe dir einen wunderschönen, wie heißen die? Le Click, Le Clack? Lotte. Wie heißen diese Dinger? Zylinder? Zylinder. Oh. Chapeau-Clack. Genau. Hammer. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich deine Kopfgröße getroffen habe. Andererseits war... Oh, wie angegossen. Ein bisschen klein, aber irgendwie hat's was. Ja, ist top. Auf jeden Fall. Und genau, der Verkäufer meinte, genau so soll man es machen, dann hält er am längsten, weil es natürlich edle Seide damals, ne, noch richtig krasses deutsches Handwerk. So sieht fast auch uniker aus. Gut aus, oder? Und diesen Zylinder habe ich am Start für dich, weil ich gehört habe, weil das ist hier so Podcast-Flavor und sieht jetzt alles so derbe, so easy aus, aber wir haben eine verdammte Redaktion, weißt du? Das ist eine Ein-Mann-Redaktion, Lotte Karotte, sie steht da. So, und sie hat tatsächlich Gespräche im Vorfeld mit dir geführt. Das ist auch ich versuche jetzt auch für mein Privatleben irgendwie so eine Position, ich versuche sie eigentlich auch dafür zu gewinnen, damit sie mit jedem Menschen, mit dem ich im Privatleben auch zusammenkomme, einfach mich gut brieft, weißt du? So, weil jetzt habe ich derbe viele Gesprächsthemen, nur wegen dem Vorgespräch. Und wir haben schon so viel miteinander gechillt, aber ich weiß jetzt einfach viel mehr über dich, noch bevor wir angefangen haben zu reden überhaupt. Das ist crazy. Deshalb, ich habe gehört, du kannst zaubern. Ja.
Dafür muss es einen Applaus geben, Vito. Was ist los mit dir? Ja, ich habe jetzt noch nichts organisiert, sonst hätte ich jetzt einen Hasen aus dem Zylinder gezogen. Noch keiner drin? Okay. Nee. Aber es ist jetzt nicht krasses Zaubern. Also ich will jetzt auch nicht die Magie sofort im Vornherein wegnehmen, aber es war halt immer so, dass meine Ma hatte immer so Besuch von ihren Freundinnen und da waren immer die Kiddies dabei und die haben immer genervt. Dann habe ich die halt irgendwie in den Nebenraum und habe halt mit denen so ein bisschen die entertained, okay, weißt du? Okay, alles klar. Und war es der Überheld? Es war irgendwie so Zaubern für Dummies aus so einem Buch. Irgendwie, ja. Hab ich, und könntest du jetzt irgendwas entweder entstehen oder verschwinden lassen oder so? Auf jeden Fall. Also, ich habe hier Geld zum Beispiel in der Tasche noch übrig. 2-Euro-Stück vielleicht? Ja, doch, genau. Habe ich genau das. Okay, warte. Übrig. Ich habe ja eh nur mit Kleingeld eingekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Okay. So, hier, 2 okay, Euro. 2 Euro. Warte, muss ich auf jeden Fall erstmal meine Jacke ausziehen. Ja, das ist gut. Ahnst du, das Publikum ist wie eine Maschine. Kannst du das? Okay. Los, ne? Ei. Jetzt ist es weg, oder? Ist hinten in meinem Rollkragen, oder? Hier auch nicht? Scheiße, das mag ich an Magi nicht, dass man immer. Sondern... Ah, nee, doch nicht. Nee. Ah. Ist einfach weg. Okay, du hast 2 Euro verschwinden lassen. Yeah. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, vielleicht. Ist auf jeden Fall sehr gut, wenn man keine Kohle hat und im Club dann rumläuft und sagt, hey, ich kann Zaubertrick und dann behält man einfach immer die 2 Euro. Und da sind die Leute dann auch, wenn man es so charmant macht wie du, nicht so sauer, ne? Ja, genau. Und das hast du auch tatsächlich gemacht, ne, damals? Ich hab's echt gemacht. Und warum hast du es gemacht? Ich hatte halt nicht so viel Kohle. Ich hatte damals meine erste CD dann irgendwie für 5 Euro irgendwie dann noch in den Clubs verkauft oder vor dem Club, damit ich da irgendwie ein bisschen Party machen kann. Und ansonsten immer mit diesen 2 Euros. Die haben aber dann übrigens immer gesagt, komm, mach's nochmal. Und dann haben die mir so 2 Cent noch gegeben. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und das war auch schon so, es hört sich jetzt so entertaining an. Und bei dir kann man sich eh nicht so vorstellen, finde ich, dass du so strugglest. Weil manche Leute gehen so positiv durchs Leben, dass man denkt, so egal was für Schicksalsschläge oder weißt du, Karriereknicks da kommen, die ziehen einfach durch so, aber das war schon eine Zeit, wo du ein bisschen mehr gestruggelt hast, habe ich auch rausgefunden. So. Ja, also ich hatte ja meine allererste Band so mit 18 und dann wollten die alle aber studieren und so und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mal alles selber und bin dann nach München, Klos putzen im Sommer, Computer gekauft, Reason cracken lassen und das Album halt irgendwie gemacht und das war halt in der Zeit, wo ich halt dachte, okay, ich muss mal gucken, ob das alleine auch geht, Beats programmiert und so. Und das war noch vor der Zeit in Berlin. Und, das war noch in Heidenheim. Das war noch in Heidenheim, ja. An der Brenz. Keiner kennt's, außer Fans. Ja. Ja, wir haben ja auch die Story, ich habe sie dir ja damals schon erzählt, wir haben da mal einen 3-tägigen Workshop ja gemacht. Und so ein kleines Mädel, so eine 7. oder 8. Klässlerin, hat einfach so entzückend diesen Hook gesungen. Heidenheim, die so Stadt viele der vielen Lichter. Und irgendwas so, im Dunkeln hat sie so viele Gesichter und so. Das war einfach so ein Song. Und dann habe ich irgendwie später von dir gehört, so ein Jahr später, glaube ich, war ich auch mit Vito im Auto und da haben wir irgendwie so eine Juice-CD gehört. Und dann lief irgendein Materia-Song und du hast die 2. Strophe gerappt. Oder war ein Masimoto-Song, Masimoto, ne? Ja. Und ich war so, weil das war noch so die Zeit, wo einfach so selten neuer Rapper gefühlt rauskam, war nicht so wie heute. Und ich habe Vito angeguckt, ich so, ey, wer ist dieser Dude? Woher kommt, warum kann der so gut rappen? Weißt du, weil man zumindest eigentlich immer ein wackes Feature hört oder wo noch nicht, weißt du, Stimmkontrolle, irgendwas noch nicht stimmt. Und ich habe dich gleich das erste Mal mit so einem Hammer-Verse gehört und dann meinte ich, habe ich dich gefragt und du hattest ihn schon mal Martin live gesehen oder so. Genau, ich hatte ihn live gesehen mit Martin, nee, da war ja Vorgruppe von Martin, da hatte ich ihn gesehen und war so auf, okay, wer ist das? Und dann war er, ja, Chefcat ist schon voll lange dabei. Chefcat. Ich so, ja, okay, gut, aber wer ist das? Das ist ein Typ, der ist immer mit uns unterwegs. Und das hat mich beeindruckt, auf jeden Fall, Hammer Show. Ja, außerhalb von Kreuzberg hat es halt keiner gekannt. Vielen Dank. Ja, ich muss sagen, Heidenheim ist halt auf jeden Fall so das San Francisco Deutschlands.
Viele Hügel und so. Wir haben ein Schloss. Bringt jetzt verschiedene Assoziationen hervor. Ja, okay, nicht so. Aber wir haben ein Schloss, Schloss Hellenstein, eine 500 Meter lange Fußgängerzone, wo man jeden 10-mal trifft. Okay. Und es ist irgendwie so, wenn man ein Foto macht und ein Video und das Foto und das Video nebeneinander stellt, dann ist kein Unterschied, weil einfach gar nichts passiert da. Aber es war wirklich gut, dass es so war, weil man musste irgendwie gucken, wie man, wo man den Input herholt. Und es war dann einfach so ein bisschen eher so, man zieht sich eher zurück in sich und versucht Sachen zu schreiben. Und in der Zeit war das so, ich wusste, meine Sachen werden nicht direkt rauskommen, weil da gibt es keine Platten, Firmen, gar nichts. Und da dachte ich, okay, ich muss irgendwie was Zeitloses schreiben, sodass ich es später auch noch nach 6 Jahren rausbringen kann. Und so war es dann auch mit einerseits, andererseits. Also viele Songs, die da drauf waren, waren schon 6, 7 Jahre alt. Krasse Weitsicht, Alter. Definitiv. Ja. Außerdem musste man auch immer gucken, dass man so eigene Reime findet. Ja. Übrigens, das war auch so, okay, nur mal ganz kurz Props an dich. Damals war es für mich so, okay, so was kann man noch aufeinander reimen? Hat doch jeder schon alles aufeinander gereimt. Bei dir klang das so krass, als du dann irgendwie so 3, 4-silbige Reime hattest und es klang so, als würdest du einfach ganz normal reden. Ja. Und dann wusste ich, okay, es geht schon nochmal in eine andere Richtung, wo man so einen Reim sich eigen machen kann und sagen kann, okay, das ist mein Reim, weil ich bin drauf gekommen. Das ist crazy, ne? Genau. Wie es auch immer noch wächst, ne? Jetzt immer nach noch so vielen Jahren. So. Ja. Also immer noch so Leute voll rauskommen, die die Sprache voll anders benutzen. Voll. Und in der Kleinstadt war das dann so, okay, wenn dir jemand den Reim klaut, dann weiß ich, weißt du, so irgendwie, das ist meiner und so. Ey, du! Ja, genau. Und das war schon eine coole Herangehensweise. Und man weiß aber nie genau, checkt man mich eigentlich? Versteht man eigentlich, was ich meine? Ja. Und so. Und das musste ich halt erstmal herausfinden, indem ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Da kennt mich halt keiner und da ist irgendwie der Spiegel ganz neu. Mhm. Und das war dann mit wie vielen Jahren? Das war mit 23. Okay, mit 23. Weil eben gefühlt, also vor 12 Jahren. Wann war denn ungefähr das mit diesem Marten-Ding? Das war so vor... Das war 2012 oder 2011 oder so. Genau, sowas kommt hin, so. Genau. 6, 7 Jahre, irgendwie sowas. Und dann warst du aber ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon nicht in so einem Newcomer-Alter mehr, ne? Nicht in diesem 18, 19, 20, sondern schon eher auf die 30 zugegangen oder Ende 20. Ja, warte mal. Ja, also ich war, also als einerseits, andererseits rauskam, war ich so 25, 26. Ja. Okay. Also. Und hast du dich dann noch als so neuen Newcomer gefühlt oder war das denn schon so irgendwie, weil du schon so lange vorgeplant hattest, dass du dann schon so dachtest, du hast jetzt schon Erfahrungen richtig? Ja, das Wort ist irgendwie komisch. Also ich wusste, keiner kennt mich, also komme ich neu, bin ich der Newcomer. Aber ich dachte nie so, oh, ich bin alter Hase oder so. Ich wusste, also so meine Selbstwahrnehmung war, glaube ich, schon ziemlich gesund, sodass ich wusste, so, okay, kein Schwein kennt mich. Ich dachte aber, dass wenn einerseits, andererseits rauskommt, dass dann das durch die Decke geht und jeder über mich spricht, aber das ist nicht passiert. Applaus dafür, ja. Das war zu einer Zeit, wo alles so ein bisschen aggressiver war, weißt du. Agro-Berlin war voll am Start, da kommt plötzlich einer, der singt und irgendwie sagt, Juden, Christen, Muslime, alle sagen Amen, bei allen geht's um Liebe, shake hands in Gottes Namen und so. Und alle denken so, was will der? Und, Also hast du dich schon von Anfang an, eigentlich, gerade zu der Zeit, wo du reinkamst, weil das war natürlich, glaube ich, eh für Deutschrap insgesamt eine krasse Zeit, weil jeder auf einmal so umswitchen musste, weil es auf einmal nicht mehr darum wirklich ging, wie gut du eine Story erzählst, sondern dass irgendwas in deinem Background oder in dem Image, was um dich rum gestrickt ist, so interessant ist, dass das die Leute eh zum Zuhören bringt und der Rest ist dann, weißt du, ja, so Beiwerk. Und vorher bei uns ging es, also in meiner Generation, komplett nur um Skills und jeder muss einzeln sein. Und ganz viele in der Zeit, also musste mich auch umorientieren, ich bin dann nicht Gangster geworden, aber derbe Bling Bling geworden, das dachte ich so, dass so meine Art ist zu kompensieren sozusagen, weißt du, wenn ich jetzt so, ich kann nicht erzählen, dass ich aus dem Ghetto komme, aber ich habe jetzt derbe Geld, kann mir eine fette Kette umhängen und so wie der Ami aussehen. Und dann ganz viele andere, die ich aber auch kannte, die auch eher auf Lyricist-mäßig unterwegs waren, haben auch dann entweder mal versucht, so dahin zu gehen und dann hat es nicht geklappt, also es hat schon viele Karrieren gefickt und du bist genauso in der Zeit eigentlich reingekommen, so, was war das? Stimmt, du hast mich zensiert, ne? Ganz genau. Im Nachhinein, sorry, hast du mir unglaublich. Wurde das rausgepiept oder was? Ja, das war im Nachhinein zensiert. Also, die Leute, bei denen kommt ja eh alles später an. Ah, okay. Was hast du gesagt, gefickt? Ja, genau. Cool. Also. Also kommt der Sound immer, wenn wir ficken sagen, ja? Genau.
Weil genau, wie war dein Mindstate, was das anging, weil, also auch nochmal kurz, meine Referenz war so, ich war ja schon hart, als ich reinkam, weil alles so soft war. Mhm. Denn du kamst rein, als alles hart war und hattest noch diesen Gesangsfaktor. Wo hast du dich positioniert in deinem Kopf? So? Ich dachte einfach, jeder, der die deutsche Sprache beherrscht, checkt schon, was ich meine. Und weiß so, ne, man geht halt davon von sich selber aus, man sagt, okay, ich habe krasse Texte geschrieben, sind geile Reime, coole Musik, was soll da schief gehen? Also ich hatte da eher so ein Selbstvertrauen, wo ich dachte, ist doch gute Musik, es kann nichts Falsches sein und ich kann ja nicht irgendwas sein, was ich nicht bin. Und aber zu der Zeit gab es natürlich auch Produzenten, die man dann kennengelernt hat in Berlin, die da meinten, guck mal, deine Eltern sind türkisch, wenn du jetzt ein bisschen so eher die Gangsterschiene fährst, dann verdienen wir auf jeden Fall Kohle. Und ich habe dann auch gesagt, aber hast du denn die Songs nicht gehört? Guck mal, ich mach hier Blues, ich mach Jazz und so. Und so, und die meinten, ja, aber wir müssen auch irgendwas verdienen. Also weißt du, so war immer das Ding. Und dann muss man halt dann immer auf die ganzen Produzenten warten. Weißt du, weil die dann auch wissen, okay, jetzt geht erstmal nichts mit Kohle. Und dann rufst du halt an und sagst, hey, wann ist es fertig? Dann sagt er, in 4 Wochen. Und dann rufst du nach 4 Wochen an, sagt er, es sind 4 Wochen. Weißt du, und du musst halt immer warten und so. Und das war halt auf jeden Fall. Und dann kamen die Zaubertricks im Club so. Nee, das war schon in Heidenheim. Das habe ich schon in Heidenheim gemacht. Hä? Oh. Also, weil da stand ja nur Yosem TV Raps. Ja, genau. Ach so, ich soll. Ah. Ich soll, okay. Ich bin ausgeschweift irgendwo. Ja, ja, voll. Ey, das ist ja auch das. Aber macht es euch noch Spaß? Könnt ihr zuhören? Ist das gut? Ja. Okay. Ich gebe ja auch nie so Interviews, weißt du? Vor allem so live ist für mich auch zum ersten Mal. Ja, deshalb. Also mir ist eben einfach, ich finde es geil, so diese Idee, dass es so eine neue Plattform gibt, wo es irgendwie ein bisschen anders abgeht als in diesen Hip-Hop-Sendungen. Und wie gesagt, ich bin aufgewachsen mit Freestyle. Das war so eine richtig so, das waren die Leute selber. Ne? Das waren Breaker, 2 Rapper. Und gefühlt bist du in deren Welt eingeladen worden. Und heute gibt es einfach oft diese Dinger. Man sitzt auf dem Promotag auf irgendeiner ungemütlichen Couch, weißt du, neben irgendjemand, der stellt einen schnell Fragen. Irgendwie ist nirgendwo mehr so Raum da, so um man selbst zu sein oder entspannt. Oder? Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie möglich wäre, wenn du jetzt nicht du wärst. Irgendwie. Nee, genau. Deshalb nutze ich das einfach schamlos aus, dass ich bin. Wir machen eine neue Hip-Hop-Plattform, weil ich eben so gemerkt habe, so in den letzten Jahren für mich war so, ich habe immer Angst, in deutsche Hip-Hop-Medien zu schauen, einfach nur, weil ich keinen Bock habe, meinen Namen in irgendeinem schlechten Kontext zu sehen. Weißt du? So auf, ich mache da auf und der disst jetzt wieder Sammy und weißt du so. Und ich kenne oft diese Namen gar nicht von Leuten, die mich dissen und so. Und das ist dann irgendwie einfach so ein Kopffick. Und habe einfach das Gefühl gehabt, irgendwann, okay, es gibt fast nur noch diesen Sensationsjournalismus. So einfach mit wer hat Beef mit wem oder einfach eine provokante Schlagzeile, die dann den Künstler irgendwie beleidigt oder weißt du, provoziert, damit der im Idealfall, weißt du, sich dazu rechtfertigt und denen wieder mehr Spotlight gibt. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie ist es so ganz viele Werte verloren gegangen, die mir eben so wichtig sind, eben auch Leute gut aussehen zu lassen, weil am Ende ist ja jeder von uns, egal ob man berühmt ist oder ob man selber Performer ist und Fans hat, aber wir sind ja alle Fans von dieser Kultur. So. Und deshalb, als du ins Game gekommen bist, wie hast du die Hip-Hop-Medien wahrgenommen? Erstmal so vielleicht, bevor du richtig deinen Schritt in die Öffentlichkeit gemacht hast, also welche Hip-Hop-Medien haben dich geprägt beim Aufwachsen und wie bist du denn selber in die Medien gekommen? Ich glaube, tatsächlich war es damals, oh nein, jetzt kann ich den Namen nicht, oh fuck, aber es war auf jeden Fall Backspin. Die haben also schon Internet, es war gar nicht... Nee, es war im Heft. Ein Heft, okay, ja. Die Zeitung. Ja. Die Zeitung und in den Kiosks haben wir immer... nur die Juice-CD geklaut, aber die Backspin gekauft. So. das war das und ich erinnere mich, das war der erste Gig auf dem Splash mit Amewu zusammen und alle sind an uns vorbeigelaufen und wir haben uns immer gefragt, warum rennen die hinter den anderen her und warum kommen die nicht zu uns und fragen uns 1000 Sachen und wir wussten damals nicht, wie das läuft. Und jetzt weiß man halt, dass man irgendwelche Promoter bezahlt,
die sich darum kümmern, dass man interviewt wird. Okay. Und dann, ihr dachtet, das ergibt sich einfach so. Wir haben gedacht, Ort, ey, das sind halt die Leute, die sind interessiert an der Musik und die kommen dann irgendwie mit den Fragen an. Also voll naiv natürlich. Und ab Identitäter war das dann so, dass dann Leute da waren, die sich um Interviews gekümmert haben. Und ich habe dann, glaube ich, so 23 Interviews auf dem Splash gegeben. Und dann meinte auch Tua zum Beispiel irgendwie so, ey, läuft voll bei dir, voll viele Interviews und so. Und da dachte ich auch, krass, weißt du, du bezahlst einfach Leute, die sich drum kümmern, dass du Interviews hast und dann denken Leute, du bist am Start. Und es geht halt dann viel mehr darum, präsent zu sein und nicht irgendwie, was du machst wirklich. Und wenn du dann in den Interviews auch noch irgendwas Polarisierendes sagst, dann ist es halt cool für die ganzen Portale, dann gibt's halt mehr Klicks. Und was ich noch sagen wollte, wenn Leute dich nach so langer Zeit immer noch dissen, zeigt einfach, dass du einfach immer noch relevant bist. Achso, ja, ja. Weißt du, das stimmt ist auch. Also als Kompliment so. Dankeschön, weißt du, Dankeschön. Ist so. Ja. Warum sollen sie es sonst machen? Ja, das denke ich auch. Also klar, irgendwo muss man sich das rechtfertigen, dass man noch da ist. Ich hab, irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Irgendjemand muss es tun. Aber ja. Wie war dein Feeling, wie dich die Medien aufgenommen haben? Also gerade die Hip-Hop-Medien, wenn es ja in erster Linie gewesen sein war. Sehr gut eigentlich. Ja? Aha. Die waren also einfach happy zu der Zeit auch, dass jemand kam und mal was anderes. Die waren echt happy, die waren auch, also hatten auch coole Fragen. Zum ersten Mal in meinem Leben war jemand so, wusste jemand, was für Musik ich mache. Und dann war es nicht so, stell dich mal vor, so was du machst und so. Vorher war es halt immer so und da dachtest du, oh Mann, ey, so. Wofür mache ich das so Lackmann-mäßig? Okay, also und dann auch, dann gibt man ja Interviews und dann irgendwann sieht man ja auch was, also ich weiß nicht, ich gucke mir wenig an und lese auch wenig, so, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann irgendwie mal was gegenlese oder so, dass oft natürlich auch so der Sachen werden aus dem Kontext gerissen. Hattest du je solche Erfahrungen damit? Dass du das Gefühl hast, so, okay, die wollen mich einfach anders darstellen oder nehmen jetzt ihre Macht? Nee, das war falsch. Nur mal einzeln irgend so ein Typ, der mich nicht so mochte, der hat dann irgendwie privat Sachen geredet, die er dann im Interview benutzt hat und das fand ich nicht cool, aber sonst eigentlich hat mich niemand irgendwie schlecht dargestellt. Krass, du bist ja vollkommen der falsche Gast für die Sendung. Ich wollte ja nicht so ein Medienbashing machen hier die ganzen Schwacken so richtig scheiße aussehen lassen. Nein, Quatsch. Nee, also vielleicht ist es auch damals irgendwie gar nicht so gewesen, dass sie dachten, okay, ich will den irgendwie runtermachen, weil ich noch gar nicht so weit oben war. Kann auch sein. Ja, gut, nee, aber so unverstanden sich fühlen, kann einem ja auch in jedem Stadium so passieren, ne? Ja, also. Also, du fühlst dich einfach, dieses glücklichste Rapper-Ding, das ziehst du einfach durch, ne? Du hinterfragst auch solche Sachen dann gar nicht so, oder, also suchst auch gar nicht so nach den. Ich habe mir alles durchgelesen, ich wusste aber, das ist alles auch irgendwie so eine Illusion, weißt du? Das ist halt das, die arbeiten halt mit dem, was du denen gibst, so. Und das kann man auch ein bisschen steuern. Mhm. Aber sobald man zu viel austeilt, kommt halt auch was zurück und das ist ganz normal. Und ich habe eigentlich gar nicht ausgeteilt. Ich habe nur über mich geredet, wie geil ich bin. Das war's eigentlich. Ja, das ist aber auch in deiner Persönlichkeit so interessant, weil wenn man dich kennenlernt, du hast eben so diese nette Art, die dann eben gar nicht so machoid ist. Und wenn du in den Raum kommst, weißt du nicht so auf, ich will jetzt so der krasseste Dude hier sein. Aber dann hast du auch schon so mega krasses Selbstbewusstsein, ne? Auch zum Beispiel, als du zugesagt hast hier, ich so, hey, ich mach da so eine Sendung, willst du kommen? Und du so gesagt, ja, an dem Tag kann ich. Und ich so, danke, du bist der Beste. Und dann hast du zurückgeschrieben, endlich gibst du es zu. So. Das finde ich auch geil, die Mischung, weißt du, weil sonst einfach so oft die Leute so rauskommen und, weißt du, immer die Sprüche klopfen und dann irgendwann so, ja, aber du bist eigentlich so mega humble, aber trotzdem an den richtigen Stellen, so hast du dieses Battle-Rapper-Ding voll in dir, ne? Ja, ich weiß ja aber auch, dass du das checkst, wie ich das meine. Manche kommen halt gar nicht drauf klar. So. Nee, ich feier's hart, natürlich. Und manche so, da ist man ehrlich und die sind total perplex und hassen mich. So. Und das, ja, total. Manchmal ist man einfach zu ehrlich, was soll man machen? Aber es sind halt so. Dann die Falschen. Okay, also du kannst gar nicht die Medien haten, dann fällt der ganze nächste Vlog hier weg, das ist scheiße. Ah, sorry, ja. Also, sollen wir Medien haten? Nein. Also, ich will eben darüber reden, einfach ob es anderen Leuten auch so vorkommt, also in diesem Fall dir, dass eben die Plattformen als Musiker mega begrenzt sind heutzutage, sich seine Kunst vorzustellen. So, ich habe das Gefühl, irgendwie egal, wo ich eingeladen werde, wird entweder von mir verlangt, dass ich so ein Rapper-Klischee bediene oder, weißt du, und man darf oder kann fast nirgendwo mehr in irgendeiner Show performen. Früher gab es so viele Plattformen, weißt du, wo man einfach. Ja, ich meine, die Leute Kunst rappen halt einfach nicht mehr, ne? Ich glaube, jetzt gibt es irgendwie Flex FM oder so, wo so ein paar Leute rappen.
live, das ist ganz cool. Ja, bei Jam FM habe ich auch einen gemacht diese Woche. Da, genau. Da gibt es auch so eine Plattform. Das ist cool. Früher gab es halt dieses Mixi Raw Deluxe. Genau, das fand ich noch cool, dass irgendwie da auch viele Underground-Rapper eingeladen wurden und Video-Interviews gemacht haben, weil inzwischen wird bei den Underground-Rappern nur so schriftlich alles gemacht und dieses wird halt nicht gelesen und das hat sich auf jeden Fall verändert. Aber es gibt krasse Plattformen, es gibt eben auch diese All Good, ne? Ja, die, All Good die machen, gut, ja. Machen Hammer-Podcasts und auch gute Berichte und so, aber der Fokus ist ja leider wie oft in der Welt immer so negativen Headlines, weißt du, kriegen einfach mehr Platz irgendwie gefühlt. Klar, ich glaube, es geht halt irgendwie weg von der Hip-Hop-internen Welt mehr so nach außen. Also Leute, die nicht so viel mit Hip-Hop zu tun haben, für die wird es ein bisschen schmackhafter gemacht, glaube ich, weißt du? Und da sind wir halt irgendwie irritiert. Und denken, was soll das? Und die konsumieren einfach diese Infos, diesen Alarmismus oder so RTL-Niveau mäßig. Du benutzt ja auch voll viel eigentlich so dein Insta, machst ja voll viele Live-Stories und so. Ich bin ja auch oft, sind wir gegenseitig in unseren Live-Stories und so, hey Sammy, hey Chefkat und freuen uns dann, dass irgendjemand anders drin ist, den man kennt zwischen den ganzen strangen Insta-Account-Namen. Ne? Ja, das ist immer noch verrückt für mich. Also ich mache das zwar manchmal, aber ich bin immer noch so aufgeregt. So. Ich denke, was passiert jetzt? Und eigentlich muss man ja auch gar nichts erzählen, weil die Leute stellen ja da Fragen und man kann auf alles einfach eingehen. Und das ist halt einfach so ein Schlüsselloch, Perspektive für die Fans, wo die einfach kurz in deine Welt gucken können und für mich ist es dann auch interessant, wenn ich dann irgendwelchen krassen Ami-Rappern kurz zugucke, was die machen und man sieht eben super schnell immer, ob es einen irgendwie interessiert, ne? So, ja. Manchmal ist das so auf die krasseste Person und dann so auf, okay, sie sitzen irgendwo rum und dann weg. Aber, wer folgt denn Chefkat eigentlich hier? Ja, Chefkat, aber wer verfolgt denn auch so live Instagram und so? Gibt es so Leute, die dann so, wenn jemand auf Instagram live ist, dass ihr dann so kommentiert und so? Wer sind diese Menschen, die da in diesen Stories? Wer hat denn von euch Internet? Okay, fast alle. Gab es schon mal Fake News über dich? Hast du irgendwie mal so irgendwas gehört? Ich habe damals irgendwie mal gehört, so, dass ich derbe, krass reiche Eltern habe und so ein super, mein Vater so ein mega elitärer Professor ist und ich deshalb so toll Deutsch sprechen kann. Und also ich hatte schon so fast alles über mich stehen lassen. Ja, ich habe auch andere Sachen über mich gehört, die waren nicht so positiv, aber eigentlich alles fast, außer dass ich tot bin und dass ich schwul bin. Die beiden Sachen habe ich noch nicht gehört, aber sonst gab es echt fast jedes Gerücht schon. Bei dir keine Fake News? Nee, bei mir gibt es nicht mal News. Weißt du? Okay, top Antwort. Wir haben aber News auf jeden Fall. Wir haben Mimimi News am Start. Auch wieder eine Plattform, die nicht jeder hat in Deutschland, ne? Mimimis vor allem. Ah, ganz kurz dazu, bevor ihr das abspielt. Das wissen auch die Leute nicht. Du solltest auch auf Mimimi Remix drauf rappen. Dann hast du nur eine halbe Strophe geschafft und die dann nie eingerappt, ne? Oder es war so ein Zeit, also nicht geschafft, aber war irgendwie so ein Zeitding, ne? Ja, ich hatte einfach keinen Bock eigentlich. Hast keinen Bock, okay. Danke, nein, dass du es mir jetzt hier gestehst. Nee, ich hab's nicht hingekriegt, wirklich. Da war irgendwie gerade irgendwas am Laufen und ich musste das irgendwie fertig machen und da hatte ich leider keine Zeit, aber ich fand's cool, so wie der ganze Aufhänger war. Aber ich habe ja auch ein Problem mit dem Wort Migrationshintergrund und das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, so. Können wir gerne aber gleich drüber reden, aber erstmal gucken wir die gottverdammten Mimimi News, Folge 1. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den Mimimi News. So, was haben wir denn heute? Langweilig. Joppla. Oh Gott. Ja. Die Jamaika-Verhandlungen sind gescheitert. Es wird eine Jamaika-Koalition nicht geben. Das wäre auch ganz schön scheiße. Dann müssten wir Angela Merkel in Bambaklat-Merkel umbenennen. Ja. Anjaklat! Was ist los mit denen? Haben keinen Bock, oder was? Ich habe gehört, dass dieser Parteivorsitzende Christian Lindner einfach nur keinen Bock hat, der Minderheitenlauch zu sein. Ja, ist scheiße, ne, Christian? Christian, Bruder, ruf mich an. Ich erkläre dir, wie das geht mit Minderheiten. Ist überhaupt kein Problem für mich. So, das war's von uns. Wir kommen zum Wetter. Wir sind Hamburger.
Fickt euch. Hast du ein Problem? Geh weiter. Einmal unser Außenkorrespondent Sami Salami. Ja, hallo? Ja. Warte ganz kurz. So, das ist besser. Im Friedensabkommen von Korea setzt sich der westlich beeinflusste Norden von Südkorea weiterhin zusammen mit dem östlich geprägten Süden von Nordkorea auseinander. In den gemeinsamen Verhandlungen der Splittergruppen ist offensichtlich nur teilweise mit einer Einigung zu rechnen. Die Mimimi News. Das sind unsere News. Das waren keine Fake News. Das war alles Real Talk. Sie hat Ficken gesagt, aber er hat nicht gepiept. Im Nachhinein? Nee. Das ist schließlich. Das ist zu spät. Das. Genau, Hanife darf das auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, hat sie gut gemacht, ne? Sehr gut. Also geborene News-Sprecherin. Sie ist die Beste. Auf jeden Fall. Shoutout an Hanife 3000. Wo auch immer du gerade bist. Beste Sängerin der Welt. Ich habe gehört, im Vorgespräch hast du einen Satz gesagt, Hip-Hop ist in den Medien überhaupt nicht darstellbar. Hast du das gesagt? Oder waren es auch Fake News? Nee, ich meinte, ich meine zum Beispiel, ich war viel auf Sessions, so Freestyle-Sessions in Berlin, wo du einfach dann wirklich voll klischeehaft, du gehst da in diesen Keller und da stehen dann diese Leute alle um das Mic und keiner gibt's ab und so und manchmal stinkt das Mikrofon und irgendwann wird krank durch irgendwas, was da ins Mikrofon alles gespuckt wurde. Aber es gibt einfach diese Momente beim Freestylen und dieses Freestyle-Ding ist halt einfach nicht präsent. Also, dass man wirklich einfach Bock hat zu rappen und einfach man kann das irgendwie gar nicht vermitteln. Also auch wenn es jemand filmen würde, diesen Moment und diesen Vibe, den kann man einfach nicht verkaufen, nicht kommerzialisieren. So, das ist das Realste. Das ist wie Graffiti oder so, weißt du, wo du es einfach nicht nehmen kannst und irgendwie kommerzialisieren kannst so richtig. Und das ist auch. Also gibt eben mittlerweile gerade durch Social Media, ne, finde ich. Also Graffiti ist irgendwie seitdem ich Instagram habe, bin ich auch wieder voll auf Graffiti. Und mal auch so viel, weil ich es die ganze Zeit sehe, weißt du, und auch die Leute das so krass nutzen mit den Medien, weil jeder von uns auf einmal eine Kamera dabei hat und ein Schnittprogramm mit inklusive und so. Deshalb finde ich schon, man kann es nutzen, so. Aber ich weiß, was du meinst. Du kannst halt nicht so verkaufen, irgendwie faken oder irgendwas. Das, was du malst, entweder ist cool oder nicht, aber kannst es nicht so als irgendwas darstellen, was es nicht ist. Und aber was für Sachen inspirieren dich denn? Also wie konsumierst du denn sozusagen Kunst? So? Weil ich zum Beispiel feiere immer. Also ich gehe nicht mehr so gerne auf Live-Konzerte, weil ich eben hart vollgelabert werde die ganze Zeit. So. Aber ich gucke eben super gerne viel Footage und auch vor allem so Sachen, die so nah an den Leuten sind. Ne? Diese Tiny Desk Concerts und, weißt du, kennst du die? Mm-mm. Wo so, gibt es so eine Hammer Anderson Park Folge, wo er einfach in so einem kleinen Ding vor 30 Leuten und er spielt da mit seiner Band und das gibt es eben von super vielen Künstlern. Und was sind so deine Sachen, wo du dich so inspirierst oder welche Medien nutzt du für Kunst? Also bei mir ist es irgendwie alles, also es kann auch einfach sein, dass ich in einem Café sitze mit so einem Notizblock vom Barkeeper und beobachte einfach Leute oder es ist irgendwie eine Jam-Session, wie gesagt, es gibt immer wieder so irgendwelche Open-Mic-Stages, da gehe ich immer noch gern hin. Machst du noch? Ja. Nice. So nach dem Studio oder so, wenn ich nicht direkt nach Hause will, weil das ist direkt bei mir um die Ecke, dann gehe ich noch rein und ziehe mir das rein, merke so, wie hungrig manche MCs sind, die noch keiner kennt. Gehst du auch auf die Bühne denn oder eher so als... Manchmal, Zuschauer. Wenn dann der Host dann mich gesehen hat und die ganze Zeit meinen Namen sagt, so, weißt du, dann gehe ich vielleicht mal kurz hoch oder so, oder wenn ich ganz betrunken bin. Aber das tut ab und zu einfach gut. Das ist auch eine Liveband meistens. Der Sound ist geil und manchmal hat man dann nochmal Bock, so das zu sehen, wo man auch herkommt, weißt du? So, das hat man ja immer gemacht. Ich habe früher alle meine Songs erstmal live ausprobiert, bevor ich die auf Platte gepackt habe. Und so versuche ich das immer noch zu machen. Und was für Settings war das denn damals? Also bevor so Booking-Agentur und dann einfach, wo hast du so gespielt, auch in Heidenheim? In Heidenheim hatte ich eine eigene Band damals so. Ich war in Italienisch AG. Aha, und bin dann aufs Klo und habe dann eine Mucke gehört
und bin dann gar nicht mehr zurück in Italienisch und hatte dann meine Band damals. Und einfach so entdeckt. Ja, ja, das war irgendwie so auch so ein Band-AG, also es war am Ende der Schulzeit, kurz vor den Sommerferien. Und da hatte ich plötzlich meine Band und wir haben halt alle Nachwuchswettbewerbe gewonnen, weil in Heidenheim hat jeder nur Heavy Metal gemacht. Und der Jury hat das halt nicht gefallen und dann haben wir halt immer gewonnen und standen dann immer in den kleinen Zeitungen und dachten, wir sind die Riesenstars und so. Und du hast aber auch getanzt damals, ne? Wir haben auch, ja, also es gab ein Jugendhaus, da konnte man tanzen, aber das war schon nochmal so ein extra Ding, man konnte nicht einfach in diesen Tanzraum rein. Aber ich hatte irgendwie zufälligerweise durch mehrere Zufälle dann irgendwie viel Dope in der Tasche und durfte dann da rein, das war dann der Schlüssel und hab mir das alles reingezogen und als ich dann wirklich anfangen wollte zu tanzen, habe ich mir halt bei einer dummen Schlägerei den Finger gebrochen. Guck mal, sieht ja auch noch die Narbe. Siehst du die Narbe? Nee, ich sehe einen Abdruck hier. Nee, hier, schau hier. Oh ja, da. Das ist eine miese Narbe. Ja, und dann konnte ich halt jetzt nicht kam direkt... Kam so der Knochen da raus, so... Ja, ey, eine ganze Knochen. ich dachte erst, da ist nichts passiert, aber das war tatsächlich so ein ganz schlimmer. Der piept aber nicht, also da ist die Schraube noch drin, aber piept nicht im Flughafen. Und dann hattest du einen gebrochenen Finger, konntest nicht mehr breaken, was du eigentlich geplant hast. Genau, dann habe ich einfach gerappt, während die Freunde getanzt haben. Und sonst wäre ich Tänzer geworden. Auf jeden Fall. Ist echt so, ne? Krass, dafür schon. Brauchen wir einen Applaus. Aber ist cool. Ist cool, dass ich tanzen kann, ohne daran an Geld zu denken. Weil ich habe viele Freunde, die tanzen und auch professionelle Tänzer und das ist wirklich der härteste Job, den es gibt. Es gibt nie, also das ist das Ehrlichste einfach, der ehrlichste Ausdruck, so ist Tanzen. Und wenn jemand dann sein Leben dafür hingibt, dann geht es von 20 bis 30 vielleicht so und dann sind die Knochen kaputt. Entweder man wird Tanzlehrer oder ne, nichts entweder. Entweder man wird Tanzlehrer oder Tanzlehrer. Ja, so. Und genau. Shoutout an unseren Mann Dallas, der so viel Headspins in seinem Leben gemacht hat, dass er auch oben einfach keine Haare mehr hat. Ne? Aber hier lässt er diese ganz konsequent stehen. Shoutout B-Boy Dallas. Das ist die beste Frisur, die ich je gesehen habe, auf jeden Fall. Kennst du ihn, Dallas? Ich glaube, ich habe ihn mal kennengelernt. Ja, auf jeden Fall. Musst deine Haare checken. Legendary. Also Tänzer wirklich, das mit Tänzern unterwegs zu sein, ist für mich auch ganz, ganz, ganz anders als jetzt mit normalen Menschen, weil teilweise trinkt keiner, aber die machen so Party, so, das ist Wahnsinn. Wir hatten eine Show in Wien, das war so ein Red Bull BC One Battle, da hat jeder getanzt, also nicht nur bei den Battles, sondern danach auch und nonstop. Irgendwann ist der Barkeeper sogar über die Bar gesprungen, hat noch einen Headspin gemacht, weißt du so, und Soul Trains wurden gemacht und alles und ich mein Akku war leer, sonst hätte ich alles aufgenommen, hätte es für ein Video verwendet, aber und sowas, das ist auch nochmal so das, was auf jeden Fall in Deutschland sehr präsent ist, aber nicht in den Medien. So. Die deutsche Tanzszene ist riesig. So, ja, voll riesig. Klar. Und die sind alle connected wie früher die Rapper. Genau. Die pennen bei denen, der pennt bei dem, jeder kennt sich. Es ist eine sehr loyale Crew. Graffiti-Ding ist es auch echt genauso. Das ist Wahnsinn. Und ich denke eben über Graffiti-Maler eben genauso wie du über Tänzer, weil ich verstehe das natürlich voll, aber es war immer so das Element, was mich irgendwie am wenigsten fasziniert hat. So. Und ich fand immer bei Graffiti so krass, dieses Selbstlose, was aber natürlich auch dieses Tänzer auch haben, durch diese Aufopferung des Körpers, aber eigentlich als Graffiti-Maler rausgehen, Dosen entweder kaufen oder klauen, dann irgendwo ein Bild hinmalen, um Fame zu haben, der aber nie auf dich als Person eigentlich zurückkommen darf, weißt du? Ja, das fand ich auch immer so mega selbstlos. Und auf jeden Fall haben wir so die Luxus Jobs jetzt im Hip-Hop-Genre abbekommen, ne? Mhm. So Rapper ist schon ziemlich geil. Oder DJ ist eigentlich auch cool. Muss fast nichts machen. Einzelne Arbeitszeit. Aber das Ding ist, als DJ, ganz kurz mal zu den Tänzern zurück, es ist immer so eine Sache. Ne? Und manche Leute ist geil, dass sie tanzen so, aber manchen ist es halt, die sind professionelle Tänzer und dann können sie sich schon von gar nicht mehr normal bewegen. Weißt du, wenn die dann ein Glas geben, ist man oder irgendwie so, weißt du, das ist manchmal, da muss ich sagen, ich finde es sehr witzig, ehrlich gesagt, wie Tänzer sich bewegen im Alltag. Voll, auch viele so hart hyperaktive Dudes einfach, ne? So wie Drummer, man kann doch nicht mit Drummer chillen, die müssen immer auf irgendwas rumklopfen und so Breaker machen, die die ganze Zeit Moves und so. Okay. Stimmt. Ja.
Ja, aber gut, dass du dir deinen Finger gebrochen hast und Rapper geworden bist. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr, dass wir dich zu uns zählen dürfen. So. Gibt es da irgendwas, worüber du reden willst? So? Nee, was wäre das nächste Thema? Wir haben eine Rauchpause, das ist ganz geil. Ah. Ich liebe Rauchpausen, auf jeden Fall. Wir müssen unsere Mics allerdings mitnehmen, weil wir keine anderen Mics haben. Ich habe hier eigentlich aufgehört. Aber... Fängst du eben wieder an? Ja. Ne? Das ist für die Kamera. Man fängt immer wieder neu an. Und wir haben ja auch noch so eine Challenge. Wer hat eine Kippe eigentlich? Achso, ich nicht. Ah. Wir haben auch noch so eine Challenge. Die habe ich mir selber irgendwie auferlegt. Danke. Und dachte so, bei so geilen Rappern wie dir, die so auch so spontan sind, dieses Freestyle-Ding in sich haben, kann man das machen. Das werde ich nicht bei jedem zukünftigen Gast machen. Aber ich wusste, dass du dazu in der Lage bist. Und zwar habe ich gesagt, hier Lotte Karotte, unsere unglaubliche Redaktionsfrau, schreibt uns jedem irgendwie nachmittags irgendein Wort, worauf wir maximal viele Reime finden sollen. So. Das könnten wir jetzt auch kurz, diese Reime, performen während unserer Rauchpause, finde ich auf jeden Fall. Okay. Hast du welche da? Hast du die im Kopf oder? Nee, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe auch aufgeschrieben. So krass. Aber, hast du nur die Reime aufgeschrieben oder? Nee, ich habe so einen 8-Zeiler daraus gemacht. Oh shit. Du? Ich weiß nicht, wie viele Zeiler. Okay. Willst du anfangen? Okay, das Wort war... Minderheitenlauch. Ne? Ja. Was ist ein Minderheitenlauch? Kein Plan, im Fernsehen läuft bald Kinderleichentausch. Bin daheim und sauf oder schwimm im Teich und bounce ohne Beat. Du bist so aggressiv, ich hoffe, du findest bald eine Frau, die dich liebt. Du Minderheitenlauch, ich bin gerade so gut drauf, aber jag und schlag dich mit einem Wintergartenschlauch. Reiß dir jedes Stimmband einzeln raus und näh sie unter deine Haut. Weiß nicht warum, ich bin halt nicht so schlau. Der Himmel ist zu blau, ich will ein bisschen grau. Deutsches Essen schmeckt so gut, sogar in der scheißen Kraut. So viel Cash, dass ich bald die ganze Rinderhalle kauf und schieß mit Rolex-Uhren aus dem Hinterhalt heraus. Ich bin wie King Kong auf dem Haus, voll entspannt, in der Hand diese winzig kleine Frau. Beiß den Kopf ab und trinke sie dann aus. Bam. Puh, 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 puh. Chef Cat mit den Minderheitenlauch-Rhymes. Okay. Okay, also an Quantität hast du mich auf jeden Fall geburnt, glaube ich. Mal sehen. Ich wuchs auf in Hamburg-Eppendorf als Minderheitenlauch. Das ist der Grund, warum ich grünes Kraut in der Pfeife rauch. Man warf mich ins Labyrinth, dachte, ich find alleine raus. Das ist lange her, ich bin jetzt groß, hab mittlerweile Bauch. Hab ein eigenes Restaurant und ein paar Mitarbeiter auch. Hab ein fettes Studio, dreh den Synthesizer laut. Super laut, Future Bounce, bin der Zeit voraus. Ich kleb die Faces von meinen Hatern heute. Hey. Weißt du, warum man muss nicht mehr rauchen? Darf nicht mehr rauchen. Du bist live im Internet jetzt. Sag das denen da. Nicht rauchen. Hört auf zu rauchen. Ihr Schweine. So. Okay, danke für den Tipp. Wir brauchen hier gerade noch ganz kurz für meine Reime. Haben Sie noch einen Reim auf Minderheitenlauch? Genau, okay, alles klar. Also, ich habe ein eigenes Restaurant, ein paar Mitarbeiter auch. Habe ein fettes Studio, dreh den Synthesizer laut. Super laut, Future Bounce, bin der Zeit voraus. Ich klebe die Faces von meinen Hatern heute auf eine Dartscheibe rauf. Wow. Okay, das war ein Fast Stretch auf jeden Fall. Wow. Fuck, was reimt sich noch auf Minderheitenlauch? Mein Mann Chefcat kann zwar fliegen, aber Inderkeiten auch. Den habe ich vom Banjo geklaut. Ich dachte, er kriegt mehr Applaus. Dann hätte ich ihn für mich geclaimed, aber jetzt sage ich einfach, der ist schon ein guter Reim auf jeden Fall. Ein Meer voller Möglichkeiten und ich bin da eingetaucht. Und jetzt habe ich keine Reime mehr, außer da steht noch Hitlers weiße Braut. Oh. Ja. Schein am Ende, alles gekillt. Aber ich glaube, das war so ziemlich Cock an Cock. Cock, ja, auf jeden Fall. Ein entspannter Cockfight. Nee, aber das ist doch eine gute Challenge, ne? Voll. Weißt du zum Beispiel, ich bin immer nicht sicher, weißt du, so bei so ein paar so von den Leuten so aus meiner Generation so, weil ich bin ja die ganze Zeit so mit so jungen Leuten im Studio, weißt du, ich habe die ganze Zeit diese Challenge, aber meinst du, wenn ich jetzt so andere Rapper einlade, kann ich die alle dazu challengen so, oder ist das für manche zu krass? Klar. Einfach machen, ne? Klar, es macht ja Spaß. Wir haben ja auch manchmal so WhatsApp-Gruppen, wo wir sagen, hey, geiler Reim, hier, was fällt dir ein? Und dann schicken sich alle irgendwie Reime und es macht Spaß.
Aber voll, ich liebe es auch, vor allem auch so sinnlose Worte. Irgendwie. Können wir mal Seiten tauschen, du bist eh so groß. Ja, voll, kannst dich gerne über mich stellen. Immer. So ist geil, so auf Augenhöhe. Krass, guck mal, da, wir sind auch da drinnen im Fernsehen, das sieht richtig geil aus. Ja, ich glänze voll. Ja. Ach ja, bei euch da drin alles gut, Hamburg City? Okay, also ich bin fertig, mir ist zu kalt auf jeden Fall. Ich habe hier eh oben meine Ablage. Schade, dass ich das jetzt im Fernsehen preisgegeben habe. Oh. So. Macht Spaß. Ja. Wollen wir über Hip-Hop reden oder mehr so was anderes, so privat? Oder so? Ist doch alles Hip-Hop. Das ist richtig. Ja, das ist ein geiles Statement. Also was... So, wie findest du es, wenn Leute dich fragen, so wie findest du, wie siehst du die deutsche Hip-Hop-Szene gerade? Das ist doch die schlimmste Frage eigentlich, ne? Und ja, trotzdem drängt sie sich irgendwie auf, wenn man mit jemandem redet, dessen ja. Meinung einen interessiert, ne? Ich glaube, man, so alle wiederholen sich dann irgendwie. Ja. So mit, ah ja, es war noch nie so unterschiedlich wie gerade. Es ist cool, was gerade passiert. Aber was ich wirklich gut finde, ist, dass sich viel mehr Menschen jetzt trauen, irgendwie zu singen. Wegen diesem Autotune, wegen dieser Möglichkeit und Leute, die vorher halt nicht singen konnten, nutzen das jetzt für sich und ich glaube, die es früher gehatet haben, haben es nur gehatet, weil sie es nicht konnten und jetzt können sie es, weißt du, machen und irgendwie ist es cool, es wird melodiöser alles, musikalischer, ja. Ja. Also du kannst auch, obwohl man deiner Musik natürlich da raushört, dass du so viele alte Werte dir wichtig sind, ne? Also Lyricism und gute Reime, ausgecheckte Produktion. Auch Shoutout an Farhad, ist er nicht hier heute? Ist er mit dir gekommen? Nee, der ist im Studio. Der ist im Studio, immer hier am genau um die Ecke. Shoutout Farhad. Workaholic. Unglaublicher Produzent, mit dem du auch viel immer machst. So, was wollte ich dich fragen? Also ich glaube, weiß ich nicht. Aber ich meine, weißt du, man kann ja das, was jetzt da ist, nicht einfach ignorieren. Und das machen wir ja nicht. Also ich kenne ja deine Sachen. Und das aber mit Skills füllen. Und das haben wir, finde ich, jetzt in dieser 24-Stunden-EP gemacht bei Chef Baus, wo wir einfach diese Beats genommen haben, aber mit unseren Skills vereint haben. Und das ist doch geil. Also, weißt du, es gibt immer eine Entwicklung, ob es jetzt textlich ist, ob es irgendwie beattechnisch ist. Und die Beats sind halt so krass geworden. So, ich finde so, die meisten Hits liegen einfach an den Produzenten. So. Ja, so 90% geht wirklich an die Producer, Props an alle Producer gerade so, die mit ihren wirklich geringsten Mitteln einfach krasse Beats raushauen so und der Rapper muss sich nur noch drüber legen irgendwie und es ist schon krass, also ich finde, man könnte noch ein bisschen mehr die Produzenten in den Vordergrund rücken. Ja, also in Amerika machen sie es ja selber geschickt immer, ne? Mhm. Aber, DJ Khaled. Hat irgendjemand dich eigentlich mal so gesagt, so ey, Chefi, du kannst so geil singen, warum hat Sammy der Wichser dich zum Autotune singen gebracht? Hat das irgendjemand mal genau so in dem Wortlaut gesagt? Ja. Nee, gar nicht. Also ich wollte es ja immer machen, aber ich wusste nicht genau wie. Und es war dann voll geil. Ich habe mich da an den gedeckten Tisch gesetzt. Du hast es ja schon ewig gemacht. Und die Trap-Sachen habe ich ja auch immer so ein bisschen gefeiert. Hier Marvin Game und so, weißt du, die Clique, die habe ich deswegen auch damals bei dem Rap und Soul-Video dann auch eingeladen, weil ich gemeint habe, hey, ihr macht den Scheiß schon so lange so und ich feiere die Mucke. Und habe das bei Rap und Soul ja dann auch mit reingebracht, natürlich ohne Autotune. Aber als wir dann da im Studio waren, das war für mich auch eine Befreiung und inzwischen benutze ich das viel mehr, dass ich zum Beispiel Melodien finde dadurch, also die Melodien, die ich vorher nicht gefunden hätte, weißt du, weil es irgendwie dann doch irgendwie in eine Richtung gehen kann, die ich mich vielleicht nicht traue, direkt zu singen, weil ich nicht weiß, ob ich den Ton treffen werde. Gerade diese ganzen Schlenker-Sachen. Genau, und das ist halt geil. Und, ja. Ich fand es auch so flashy, weil ich sie bei mir schon so oft benutzt hatte und dann wir ja nur so ein ganz kleines Setup da im Studio hatten und du dann aufgenommen hast das erste Mal mit Autotune und dich mega frei gefühlt hast und ich habe aber ja nicht gehört, wie es durchs Autotune klingt, weil ich keinen Kopfhörer auf hatte. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen scheiße. Das klingt eben so weird, ne? Wenn man daneben steht so einfach, und dann irgendwie mache ich dann die Boxen an und dann so, boah, gleich, du hast es richtig gut gecheckt gleich, so wie man es benutzen kann. Ich glaube, wenn man es als Sänger nochmal nutzt, weil ich rede ja auch mit Sängern darüber und sage, hey, benutze es doch, weißt du, weil die sind noch viel weiter weg so von dieser Hip-Hop-Welt, sie ist so Singer-Songwriter und ich sage, hey,
so ist es voll geil. Also mach es mal, benutze es mal, check mal ein paar Melodien. Ja, ist man nicht muss so ja auch nicht rausbringen, sondern nee. Nur um es einfach mal auch zu checken, genau, so, genau. Dass es macht. So. Ich glaube, Offenheit hat noch niemandem geschadet. So. Ja. Und ich glaube auch, dass ich auch da sehr viel lernen kann, auch von den Jüngeren, die jetzt da am Start sind, so, wo du siehst, so, wie die irgendwie auch in den Medien umgehen ja. und wie die viel lockerer sind und so. Und es ist cool, da kann man sich auf jeden Fall auch eine Scheibe abschneiden. Und die haben sich ja von den älteren Generationen auch Scheiben abgeschnitten, auch wenn sie das irgendwie nicht direkt immer sagen, aber ist ja offensichtlich. Ich meine, wenn die erste Generation nicht da gewesen wäre, wird es sie alle nicht geben und das wissen die auch. Ja, ich glaube auch. Ich fand witzig diese Diskussion, die wir mit Marvin Game hatten, mhm. Wo ich dachte zuerst, der hatet das ganze Chefbaus-Ding, ne? So, der hat irgendwie auch bei Vitos Party vor 2 Jahren oder so im Backstage, hat er uns so erzählt, so ein bisschen gepreacht, ne? Und ich habe es zuerst so gedacht, so, okay, der hatet das Ding, und dann habe ich gecheckt, okay, eigentlich feiert er voll die EP und auch so diese ganzen deepen Sachen, so mhm. das Ding mit Cracky Brown und so. Ja, ist ja auch eine diepe Platte. Wir haben halt diese eine Single rausgehauen, genau, weil wir uns einfach auch nicht so ernst nehmen in allem. So. Und das war dann für ihn so ein bisschen so der Punkt, wo er dann so gesagt hat, dadurch, dass wir das so eine Single raushauen, die so ein bisschen wie eine Persiflage auf mhm. das Genre kommt, mhm. Dass wir das alles auch für hängen. Ihn sozusagen ja, nicht ja. So gut aussieht. Das. Und, genau. und das habe ich dann irgendwie, als ich es dann verstanden habe, habe ich auch so, okay, credit to you, auch cool, dass du es mir sagst. Weißt mhm. du? Und dann auf der anderen Seite, weil ich diese Art von Musik eben eh natürlich einen Tick weniger, weißt du, ernst nehme, als jemand, der so tagelang da sitzt und den krassesten Reim schreibt, habe ich so gedacht, so, okay, aber ihr habt es ja auch nur übernommen von dem, was in Amerika ist. Und jetzt, weißt du, also ist jetzt nicht das, so, wenn Gucci Mane persönlich zu uns kommen würde, wäre es jetzt was anderes, weißt du? Das und teilweise klingt es auch bei Leuten, die das ernst meinen, auch wie eine Parodie, weißt du? Und das ist ja auch noch schlimmer eigentlich. Und deswegen war es auch cool, dass wir uns da nicht erklärt haben. Weil ich finde, das zu erklären, das checkt man schon. Weißt du, wenn man die ganze EP anhört, dann weiß man, wie man es meint. Aber wenn man sie mal kurz mal reinseppt und so. Und er hat es auch verstanden, glaube ich. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir es gemacht haben, weil es war echt mit eindeutig der spontanste Release meines Lebens. Also der Release hat dann länger gedauert, als wir dachten, wegen den ganzen Politics. Aber wir haben das wirklich einfach mal kurz. Und wir wollten ja eigentlich, was wir meintest, Podcast, dass es nicht mehr zustande kam, wir wollten jetzt eigentlich für einen Podcast treffen. Mhm. Und und plötzlich ging es los. Haben wir gemacht. Genau. Ach, Props an auch Props an Jimmy Torrio für die geilen Beats. Voll. Und der eine war doch noch von Bee Gees. Ja. Richtig geil. Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Homie irgendwo im Publikum sitzen, der auch was mit den Medien zu tun hat, den ich einmal ganz kurz so grillen wollte. Wo ist er? Das ist der Mann Nico vom Backspin. Irgendwo ist er hier da. Komm mal hier rein in the house. Moin! Ja, schön, dass ich dabei sein darf bei der Premiere. Cool, ja. Wir haben vor ein paar Tagen gedreht, er war mit so einem fetten Porsche unterwegs irgendwie für irgendwas und hat mich dann interviewt. Haben wir einen coolen Tag gehabt, ne? Auch noch bei den Deluxe Kids vorbeigeguckt beim Breakdance-Training. Genau. Und da hatte ich ihm gesagt, dass wir das hier heute machen. Bin eingeladen und da dachte ich, wenn eh schon mal jemand von den Medien im Publikum sitzt und wir die ganze Zeit über sie reden. So, es ist ganz schön, vor allem bei dem Bashing braucht es dann ja auch irgendwie ein Opfer, dafür stelle ich mich dann noch ja, bereit. Okay, dann können wir jetzt loslegen. Klar. Dann kannst du jetzt loslegen. Also, woher kommt der Porsche? Das ist ein Projekt, das dann irgendwann im Dezember, Januar, Februar veröffentlicht wird. Aber was ein schöner Rahmen war, und das ist halt so ein bisschen das, wo ich glaube, warum du dann am Wochenende dabei gewesen bist, weil es so einen schönen Rahmen gegeben hat, um mal wieder Hip-Hop von einer anderen Seite zu betrachten. Und nicht diesem Alltagswahnsinn aus Releases und 100 Künstlern, die jedes Jahr Alben rausbringen, sondern mal ein bisschen entschleunigt. Ich habe mich mit vielen Legenden, mit vielen Veteranen getroffen. Ja, waren jetzt auf jeden Fall mehr so Veteranennamen dabei, ja, als jetzt so genau. die jetzt so Clickbait-Leute. Eigentlich keiner. Leute, weißt du? Keiner. Und das muss ich auch wirklich sagen, einfach auch mal ganz schön. Denn ich kann jedes Bashing auf Medien, also gerade so, wenn man von eurem Standpunkt dann kommt und was ihr vorhin auch schon so gesagt habt, voll verstehen. Hab für mich selber natürlich einen ganz bestimmten Impuls, warum ich die Sachen mache, wie ich sie mache. Ja, genau klar. Wie ein Künstler seine Musik aus einem bestimmten Grund macht. Deswegen kann ich das Geld. Immer ganz gut ertragen. Ja, genau. Deswegen kann ich das ganz gut ertragen, aber glaube ich auch immer ganz gut erklären. Und dann war aber diese Reise einfach so schön, weil es einfach mal
fernab von allem war. Keine Releases, auch keine Promophase. Du warst auch nicht in der Promophase. Wir konnten mal über andere Dinge reden, das war schön. Ja, voll nice, auf jeden Fall. Und genau, weil du gerade gesagt hast, so, du weißt, aus welchen Motiven du das machst. Deshalb wollte ich einmal die obligatorische kritische Frage stellen, die du mir sonst immer stellst. Weil Backspin hat ja schon so die History, Chefkett hat ja auch gesagt, er ist damit aufgewachsen, seine erste Hip-Hop-Assoziation, so was die Medien angeht, als ich ihn gefragt habe, war Backspin. Aber die CDs haben sich aus der Juice geklaut, so, die hattet ihr nie. Aber damals war es auf jeden Fall so das Backpacker-Blatt sozusagen. Ne? Und dann, also ne, auf klischee-mäßig gesprochen, das Blatt, wo es um die vier Elemente ging. Genau. Und dann kam Juice raus, die sich am Anfang ein bisschen so verkauft haben, aber dann wurde relativ schnell klar, okay, da geht es schon mehr um die Titelseiten, um die große Story. Und dann haben die sich auch nicht gescheut, jeden Gangster-Rapper, sobald er irgendwie ne, ein Garant für viele verkaufte Zeitungen ist, den dann aufs Cover zu packen mit der Skandal-Headline. Da habt ihr ja nicht mitgemacht, eigentlich gefühlt. Es ist ja so lange, dass das Blatt so, ich es noch in Erinnerung hatte, ja. Wart ihr da sehr viel mehr beruht auf diese Original-Hip-Hop-Werte und dann aber wiederum Backspin TV, so da kam ja, glaube ich, so der richtige Boost auch nach diesem Flair-Interview und zum Beispiel, ne, so. Ja. Und wo siehst du dich da in dieser Verantwortung als jemand in den Medien, auch so als Tipp jetzt für mich, weil ich lade jetzt erstmal Freunde ein, aber ich bin gar nicht so sicher, weißt du, will ich hier jemanden sitzen haben, mit dem ich komplett nicht mich identifizieren kann und dessen Werte ich scheiße finde, so, und deshalb, da bin ich noch so auch noch auf der Suche nach Input, so, soll ich das machen, soll das eine Plattform sein für alle und ich mache richtig investigativen Journalismus oder treffe ich mich mit Freunden, so. Was ist für dich das Ding? Also wie kannst du zu jedem Content, den du veröffentlichst, da stehen? Ja, am Ende schon, weil ich dafür stehe und weil ich das am Ende auch mache. Es gibt ja aber auch einen bestimmten Grund, warum ich in der Vergangenheit, was dann den meisten gar nicht auffällt, vielleicht mit dem einen in der Sekunde halt nicht gesprochen habe oder das eine Interview nicht gemacht habe. Das fällt dann nicht auf, natürlich überstrahlen bestimmte Interviews, dann am Ende wieder alles. Aber dieser Impuls, von dem ich vorhin gesprochen habe, das ist halt bei mir auch der, dass ich es mache aus einer Hip-Hop-Liebe. Ich glaube, in dem Moment, wo auf Künstlerseite genau wie auf Medienseite klar geworden ist, okay, es geht um Geld, Umsätze, man muss irgendwie versuchen, Geld zu verdienen oder man braucht es auch einfach, um sein Leben damit zu gestalten, gibt das immer so eine Richtung, in die man geht. Wisst ihr selber, Künstler muss schnell ein Album machen, damit er noch wieder was verkaufen kann und Medien mussten irgendwie überleben. Die Backspin war Hip-Hop-Magazin, das ist sie für mich auch heute immer noch. Mhm. Aber der Grund, dass es kein Printmagazin mehr gibt, ist auch einfach, dass es da draußen keine Leute mehr gab, in ausreichender Form, die bereit waren, für ein Hip-Hop-Magazin 5 Euro auszugeben. Ja. Und deshalb eben alles also mehr auf online fokussiert. Dann gibt es das Problem, Graffiti-Künstler gehen selten vor Kameras. Deswegen, das heißt, du kannst kaum Graffiti-Stories machen. Und natürlich geht es dann irgendwann auch um Reichweiten. Und dann kommen natürlich auch sehr viele von den Straßenrappern, weil die natürlich auch mehr Reichweite haben. Ich habe immer versucht, Platz und Raum zu schaffen, damit man immer dieses eine große Ding macht, damit man aber immer Platz hat, um auch sich mit Themen oder mit Künstlern zu unterhalten, die jetzt vielleicht auch noch nicht so groß sind oder einfach inhaltlich auch was anderes machen. Also für dich quasi auch strategisch, also irgendwo muss ja ein Punkt gewesen sein, wo du gemerkt hast, okay, wenn ich jetzt ein Flair-Interview mache und er einfach krass einen vom Stapel lässt, andere Rapper disst, das macht schon was anderes mit den Klicks, als wenn ich jetzt einfach jemand nach seinem neuen Release frage und er erzählt, wie toll es im Studio war. Und ist dann schon da bei dir, dass du, also hast du es irgendwie in die Strategie eingebaut und gesagt, okay, das muss eine Richtung, die Richtung muss vertreten sein und dadurch kannst du dann auch wieder anderen Leuten Spotlight geben. Sagen wir mal so, das geht bei den Künstlern los. Du weißt, welche Künstler welche Reichweiten generieren können, was ja auch kein Geheimnis ist, wenn man sich Zahlen anguckt. Aber die Art und Weise, wie ich daran gehe, wie ich mich mit, jetzt wenn du von Flair sprichst, aber auch ein Bushido, wie ich mit denen rede, das ist halt eine andere Art und Weise, als es vielleicht ein paar Kollegen von mir machen. Ich weiß aber, dass das hier nun mal heute, anno 2017, zu dieser großen, breiten Rap-Oberfläche gehört, die man da draußen wahrnehmen kann. Ich selber bin dann aber auch sehr versucht, mir Themen zu suchen und Inhalte zu finden, die dann auch ein bisschen davon vielleicht gar nicht so viel Strahlkraft, gar nicht so viel so dieses ganze Sensationsgefühl da drin haben, sondern einfach inhaltlich stark sind. Und es tut mir oft im Herzen weh, zu sehen, dass das dann gar nicht so eine großen, also so viele Leute einfach vielleicht auch interessiert. Ich habe nur ein Beispiel, der liebe gute Kool Savage, mit dem war ich mal einen Tag unterwegs hier in Berlin, in Hamburg, habe ihn bei so einem Konzert begleitet, so ein kleines Wohnzimmerkonzert. Und das war für mich inhaltlich fast das Stärkste, was ich jahrelang gemacht habe. War das nicht das Konzert sogar bei Vito zu Hause? Nee, ja, stimmt. Das war das. Ja, genau.
Stimmt, ja. Wow. Und guck mal, am Ende, ich mache, auch wenn das immer so abgedroschen klingt, aber ich mache wie ihre Musik aus der Seele, mache ich meinen Journalismus aus Seele heraus. Ich verzichte gerne auf bestimmte Dinge, weil ich immer in den Spiegel gucken möchte. Ja. Und das, was ich da mit ihm gemacht habe, war für mich so, das war so stark. Cool Savage, dabei zuzugucken, wie er vor 10 Leuten auftritt und Angst hat und deshalb seine Texte die ganze Zeit auswendig lernen muss. Okay. Am Ende, die Klickzahlen zeigen aber, ich bin halt in einer Minderheit der Leute, die das toll finden, ja. Aber der erste Kommentar darunter ist, wann kommt das nächste Flair-Interview? Und dann ist man irgendwie auch ein bisschen beim Markt. Mhm. Und wenn man die Chance hat, dass man sich diesen Raum geschaffen hat, dass es egal ist, dann ist man in einer dankbaren Situation. Ich glaube, die Kollegen, ich nehme mich da gerne auch immer ein bisschen raus, aber die Kollegen sind manchmal gefangen darin, dass sie halt wieder den brauchen, der die Klicks bringt. Also siehst du es auch so, dass schon viele von den anderen, also dass dieses Sensationsgeil auf jeden Fall dem anderen überwiegt. Also ohne Frage. Ich glaube, es hängt aber auch, ich meine, ihr wisst doch auch selber, wie früher Hip-Hop, was war der Grund, warum man über Hip-Hop berichtet hat? Das war irgendwie Hip-Hop und das ging irgendwie um Elemente, das ging, dieses immer fast ein bisschen abgedroschen. Wir haben jetzt lange darüber gesprochen, aber du weißt, was ich meine. Es geht um Spirit, es geht irgendwie um so ein Gefühl da drin, die Art und Weise, wie du deine Kunst ausdrücken willst. Und irgendwann kam der Moment, und das ist sicherlich auch durch die erste große Generation gekommen, aha, da kann ein Geschäft draus werden. Und sobald ein Geschäft draus werden kann, setzt es irgendwie einen Schalter um bei vielen Leuten und dann handelt man auch so. Und natürlich handeln die Medien dann entsprechend genauso. Ich glaube, ja, das ist das Problem. Die Nachfrage bestimmt das Angebot oft, dem Fall heutzutage auf jeden Fall. Ja. Glaubst du irgendwie, die Medien sollten mehr versuchen, dass ein Rapper viel klarer darstellt, dass es eher um eine Kunstfigur geht? Es ist sehr, ja, grundsätzlich ja. Aber ich finde, es ist immer sehr schwer, weil es gibt so viele Beispiele von Künstlern, die ich persönlich treffe, wir unterhalten uns super, dann geht die Kamera an und es macht Klick. Und du kriegst auf einmal komplett andere Antworten. Ich habe das schon so oft in meiner Karriere gehabt. Genauso andersrum, und das ist das, was ich hier bei euch gerade gemerkt habe. Ich sitze da hinten oder stehe da hinten in der Ecke und höre euch zu. Und es entsteht sowas, was ich in einem Interview wahrscheinlich nie hinkriegen würde. Dieser Nerd-Talk. Ihr redet über Kleinigkeiten, sei es musikalisch, in der Herangehensweise. Das sind Dinge, die ich mir manchmal in Gesprächen wünschen würde. Die können aber nur in so einer Konstellation zustande kommen. Also bleibt mir dann für meine Arbeit halt immer nur die Chance, so weit wie möglich an sowas ranzukommen. Trotzdem, und das geht genauso wie für eure Platten, wenn ihr sie rausbringt, am Ende geht es auch darum, dass die Leute sie hören wollen. Ja, klar. Auf jeden Fall. Aber ist es zu nerdy gewesen oder habt ihr uns verstanden, was wir gesagt haben? War es cool? Ein halbes Klatschen ist auch immer. Aber ey, das ist ernsthaft. Das macht wirklich Spaß, Künstlern dabei zuzuhören, weil ich habe, ganz ehrlich, wir haben schon so oft gesprochen und ich merke jedes Mal, dass es immer ein kleines bisschen braucht, bis du so auftauchst, weil du so in diesem Promo-Wahnsinn bist und weißt, du musst immer die gleichen Antworten geben. Und dann merke ich irgendwann so, ah ja, stimmt, er ist einer von den Guten. Und ihr beide sitzt hier nebeneinander und das geht in einer Sekunde geht das los und dann ist es so, als ob ihr irgendwo auf dem Sofa im Studio sitzt. Ja, also in meinem Fall, also Chefkat hat ja gar nicht diese ganzen Traumata, die ich mir erhofft hatte, die, weißt du, damit es so ein richtiges Medienbashing wird, aber bei mir war es irgendwann wirklich so, dass ich so gemerkt habe, krass, ich gehe einfach mit so einem extremen Grundmissvertrauen, außer wenn ich die Leute schon kenne und irgendwie weiß, die sind mir gut gesonnen, gehe ich einfach mittlerweile davon aus, egal wie nett die Gespräche sind, dass am Ende nicht ich als Person oder meine Werte oder so transportiert werden, sondern das, was denen am besten für die Story taugt. Weißt du, ich habe mal als Herr Sorge ein Dreiviertelstunde Interview für die dpa gegeben und nur über den Weltuntergang, Verschwörung und korrupte Politiker geredet und dann war irgendeine Frage, würdest du je in einer Castingshow mitmachen, die ich dann bestimmt auch sehr obskur mit Nein beantwortet habe und dann war die Headline einfach so, Sammy Deluxe wird nie in einer Castingshow mitmachen, weißt du? Und das war so, einen Satz runtergebrochen. Wofür rede ich denn? Also weißt du, so die ganze Zeit so und deshalb, das finde ich eben so schade, weil letztendlich, und die Brücke brauche ich jetzt auch für meinen nächsten Aufhänger, seid ihr eben die Verbindung und die Brücke zwischen uns und den Fans da draußen, bis wir entdeckt haben, dass wir auf Facebook selber Sendung machen können und jetzt brauchen wir euch leider gar nicht mehr. Aber finde ich aber wirklich, ich finde das vollkommen plausibel. Und ich finde, das habe ich eben schon gesagt, ich finde das super, so wie es hier funktioniert, weil es Raum gibt für Dinge, die vielleicht sonst nicht angesprochen werden können. Ich finde aber auch, ihr habt vorhin zum Beispiel die Kollegen von All Good angesprochen, die ja dann etwas machen, was sehr nah an dem ist, wie ihr euch das vorstellt. Und dann gibt es Kollegen, die sind sehr weit weg von dem, wie ihr euch das vorstellt. Genau, ja. Und dieses dankbare Spektrum. Genau, heute gibt ja auch die Möglichkeit, dass man halt selektiert. Ne? Das ist total richtig, weil ja auch jedes Ding für irgendjemand anders gemacht ist. Und wenn ich jetzt 15 auf dem Schulhof wäre, würde mich vielleicht auch
die Skandal-Headline, welcher Rapper heute wen disst, mehr interessieren als jetzt Nerd Talk von Sammy und Chefcat oder so. Das verstehe ich alles voll, aber eben geht es mir auch nicht um dieses Bashing oder Leute schlecht aussehen zu lassen, sondern eher darum, zu motivieren und zu inspirieren, noch mehr Plattformen zu schaffen. Weißt du, weil du und ihr habt seit Jahren eine Hammer-Plattform, auch Dennis Kraus, ne, ist ja auch einer meiner alten Hip-Hop-Kollegen hier aus Hamburg. So der, und ich weiß, dass da steckt auf jeden Fall Idealismus hinter. Und jetzt auch auf meiner Promotour fürs Album habe ich so hier und da so Sachen gefunden, so, wo ich merke, so, okay, da sind noch Institutionen, wo Leute wie wir uns irgendwie vernünftig promoten können, ohne uns jedes Mal mega zu verstellen und so. Ich glaube aber ganz ehrlich, ab einer bestimmten Größenordnung braucht man das nicht mehr. Also ganz ehrlich, ich weiß, du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen härteren Weg haben, weil du für mehr Reichweite nochmal mit dem einen oder anderen mehr reden musst. Bei dir ist es doch eigentlich von der Größenordnung, dass du keine Medien mehr brauchst. Höchstens, und das ist dann wahrscheinlich die Rolle, dann vielleicht die Kollegen wie ich oder sonst jemand einnehmen kann, für ein bisschen differenzierte Wahrnehmung, eine Frage, so ein bisschen Einordnung, solche Dinge. Genau, aber also für Reichweite, ich glaube, da ist jeder Künstler heute teilweise größer als die Medien selber. Ja, da haben wir zum Glück jetzt echt durch Social Media, was ja, das Internet, denken war ja nur Hiobs-Botschaften die ersten 10 Jahre für Musiker. Und jetzt auf einmal, auf jeden Fall, ist es so der direkte Weg zwischen uns und den Fans da draußen. Und die Fans sind dann nämlich auch so ein Thema, was interessant ist, weil Fans klingen erstmal alle so positiv, weißt du? Als würde ich die jetzt pauschal erstmal besser bewerten als die Medien. Aber es gibt auch verrückte Fans. Und auch so diese Haltung, die die Medien oft vermitteln, dieses, man darf alles kritisieren, nur weil ich eine Meinung habe, muss ich sie auch allen sagen. Und weißt du, es ist auch so eine Haltung, die natürlich mittlerweile, weil jeder überall kommentieren kann und so, jeder so auf sich bezieht. Und oft habe ich auch so dieses Ding, dass Fans so krass undankbar, weißt du, nach Shows irgendwie sagen so, ja, aber war geil, dass du 2,5 Stunden gespielt hast, aber den Song hast du vergessen. Und weißt du, dann so, was, wieso sagst du nicht einfach, war geil, dass ich 2,5 Stunden gespielt habe? Weißt du, was ist los mit den Menschen? Und deshalb, ich habe einen krassen Fan getroffen, eine Hammer-Fan-Story, und zwar ein Mädel, die war auf einem Konzert von mir und TJ Vito in die Bambule Jam, hast du vielleicht mitgekriegt, mit Too Strong und so, ne, in Dortmund neulich. Und wir machen immer bei Sneak Preview so einen miesen Moshpit, und Vito hat den an dem Tag extra aggressiv angesagt und so, okay, und jetzt alle einen Kreis bilden, und wenn der Beat droppt, dann rennt die aufeinander zu. Und das, aber wir haben noch gesagt, Frauen, passt auf euch auf. Ja, sag wer immer. So, und dann habe ich eine Nachricht bei Insta bekommen von einem Mädel, Jessie. Können wir Jessie mal kurz hier einblenden? So wie sie vorm Konzert aussah, das ist Jessie. Und dann ist der Moshpit so ausgeartet, dass Jessie eine Platzwunde auf der Nase und eine Gehirnerschütterung hatte und hat mir dann das Bild geschickt. Ja. Und hat aber dazu gesagt, ey, vielen Dank für dieses geile Konzert. Es hat sich trotzdem gelohnt, weißt du, auf unser Konzert zu gehen und mit uns zu feiern. Okay, und das ist die gottverdammte Messlatte, die ich hiermit setzen will. Seid einfach mal ein bisschen dankbar und versucht nicht immer alles zu haten, sowohl die Medien als auch die Fans da draußen. Ich habe noch nie irgendwas Schlechtes unter irgendwas kommentiert, außer neulich, als der kleine Donner in Hamburg zugemacht hat, aus Witz. Mixwell hat so ein Foto gemacht, wo gerade das Schild abmontiert wurde, und ich habe so drunter kommentiert, endlich. Aber einfach nur, weil ich nicht mehr in den Club gehe und, weißt du, nicht verstehe, warum Leute in den Club gehen. So, deshalb habe ich da kurz mal pauschal gehatet. Aber sonst versuche ich wirklich einfach positive Messages zu spreaden, Leute gut aussehen zu lassen, wie bei meinem Chefcat auf jeden Fall. Und jetzt wird er aber selber beweisen müssen, ob er gut aussieht. Vielleicht setzt ihr auch den Zylinder dazu auf. Denn nämlich, wir haben einen krassen Sponsor für diese erste Sendung, um das hier alles möglich zu machen. NBA 2K haben uns irgendwie dieses Spiel hier gestellt und sogar noch eine Playstation, um es abzuspielen. Und die Challenge ist, dass DJ Vito gesagt hat, Digga, ich schlag jeden in NBA 2K. So, und deshalb heißt diese Section, dieses... Genau, deshalb heißt das Segment hier, was ihr jetzt seht, hol dir einen Korb von DJ Vito. Und die beiden Herren werden eine Runde kurz gegeneinander spielen oder miteinander, je nachdem. Und danach gibt es noch ein paar fette Live-Performances, noch einen fetten Applaus dafür, dass bisher keine Katastrophen passiert sind in unserer Live-Übertragung. Dankeschön. So. Kommt ihr klar, oder? Soll ich das kommentieren, das Spiel, oder machst du das, Vito? Du kommentierst, ne? Ja, ich kommentiere es. So, was macht ihr genau? Macht ihr ein ganzes 60-Minuten-Game jetzt, oder? Nein. Wie läuft dieser Scheiß?
Wir machen ehrlich gesagt ein 1 gegen 1. Ja. Da können wir uns dann im Endeffekt bei NBA 2K ist das Gute, das Neue, dass man von den besten Spielern in ihren besten Jahr, wo die gespielt haben, die aussuchen dürfen. Und da spielen wir jetzt ein 1 gegen 1. Und wer ist wer? Wer spielt welches Team? Also Kollege Chefcat hat sich Larry Bird ausgeliehen. Yeah, Larry Bird, Celtics, ne? Genau. Und ich werde wahrscheinlich mit Magic Johnson spielen. Okay, das ist so ein richtiges 90s, ist es, nee, 80s war das, ne? Die waren 80s, oder? Ja, damals. Schönes 80er-Match. Und es ist echt schnell gemacht. Man geht auch hier auf ja. Jetzt spielen, auf den Court. Und schon geht's los. 1 gegen 1. Und jetzt kurz mal die Spieler aussuchen. Weil wir nicht so viel Zeit haben, werden wir jetzt, glaube ich, theoretisch einfach mal andere Spieler nehmen. X drücken. Sollt ihr das nicht vorher gecheckt? Das haben wir gemacht, aber... Und jetzt ist wieder alles weg, oder? Nö, es ist nicht weg. Es ist geil. Okay. So, wir spielen bis 6 Punkte. Und Basketball euch so? So, okay. Ich könnte noch einen Witz erzählen, aber das mache ich jetzt nicht, weil es geht direkt los. Okay. Okay. Apropos dankbar. Ja. Oh. Sehr schön. Also X ist passen. X ist passen. Oh! Ach so, das war ich, ne? Ja. Oh, nein. Okay, alles klar. So. Lauf. Oh, oh. Das war ich. Oh Gott. Okay. Gott. Geht immer so hin und her. Ja. Oh Gott, nein! Fuck. Nein! Hey, ich glaube, ich spiele gar nicht. Ja, ich spiele. Ja. Okay. Auf Y oder so. Wo ist denn Y? Okay, also er führt mit einem Punkt. Das Spiel geht bis 6. Es sieht nicht so gut für mich aus. Aber was ich dazu sagen muss, oh mein Gott. Mach wie dankbar. Das, verlierst du gerade, Vito? Ey, vorhin hat er mir kurz was gezeigt, aber danken hat er mir nicht gezeigt. Ah! Okay. Wie fault man? Viereck. Wow. Jetzt gibst du aber ein bisschen an, ne? Ja. Also, ein Punkt noch. Bam! Okay, alles klar. Es bleibt Gott. Okay, spannend. Und? Und? Bam! Okay. Vito. Chefcat. Du hast dir einen Korb von Vito geholt, wie er es prophezeit hatte. Bist du cool damit? Kann dein Ego, ja, ist alles man okay? Man muss auch gewinnen lassen. Ja. Es ist ein unfassbar gutes Spiel. Kauft euch das. Mit der Position. Okay, also vielen Dank an NBA 2K für dieses großartige Spiel und die Möglichkeit, uns hier auszutoben. Und jetzt haben wir hier die Antwort auf meine Einstiegsfrage oder Einstiegsstatement. Yo, Hannes. Okay. Mein Mann Chefcat live und direkt aus dem gefundenen Fressen in Hamburg City. Yes. Turn up. Check. Yes. Hellwach, nichts zu tun mit der normalen Gesellschaft, die Geld macht, damit sie glücklich wird, aber dann traurig ist, weil man nie genug hat. Morgens in der U-Bahn, alte Sorgenfalten, vorgehaltene Spiegel liegen zerbrochen in Scherben. Ein Menschenleben ist viel zu kurz, um irgendwann im Altenheim als Roboter zu sterben. Nachtmensch, der nachdenkt, den ganzen Tag pennt, Träume hat und darauf achtet, dass ihn keiner ablenkt. Immer Kind bleibt zwischen den Erwachsenen, im Bett liegt, während jeder durch die Stadt rennt. Hektik total fremd, hin und her zwischen Batman und Clark Kent, eigener Chef oder Sklave. Nächte sind magisch, aufgeweckter Mensch, du bist ein Nacht. Mensch.
im Tiefschlaf, wenn die anderen wach sind. Du bist ein Mensch. Yeah. Wach, wenn die anderen schlafen. Bisschen lauter noch. Im Tiefschlaf, wenn die anderen wach sind. Du bist ein Mensch. Wow. Stadt, die nicht lebt. Jeder sucht, was ihm fehlt. Soziale Kontakte zersehen. Keiner weiß, was du erlebst. Das Leben wollte dich zeichnen, aber du hast dich bewegt. Stadt, die nicht lebt. Jeder sucht, was ihm fehlt. Soziale Kontakte zersehen. Keiner weiß, was du erlebst. Das Leben wollte dich zeichnen, aber du hast dich bewegt. Tiefschlaf, wenn die anderen wach sind. Du bist ein Wachmensch. Wach, wenn die anderen schlafen. Wachmensch. Im Tiefschlaf, wenn die anderen wach sind. Du bist ein Wachmensch. Denn die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Die Nacht ist da, das was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus auf hohe See. Vielen, vielen Dank, Wahnsinnschor. Ohne Absprache, richtig stark. Hamburg ist echt geil in der Hinsicht. So, ich habe ja viele Städte kennengelernt und ich tue nicht so, als ob ich irgendetwas Besseres wäre. Stecke nur mehr Liebe rein, jeder Reim sitzt und ich mecke so gern. Leute kommen und entdecken den Wert, dreckiges Rap-Game. Ich habe alle Flecken entfernt, eigenes Leben gegründet, weil man kein Leben mehr findet, dem man vertrauen kann. Muss hier endlich raus, man scheiße verkauft, sein Fans wollen Messages hören. Sachen gepackt, komm in deine Stadt. Skills, die keiner hat, geile Nacht. Du hast zugehört, getanzt, geweint, gelacht, hast ein Ohr, wo man liegst noch eine Weile wach. Teile das, was ich habe, während ich damit Scheine mache. Nein, ich habe es nicht allein geschafft. Danke an alle um mich rum, ihr seid der Grund, warum diese Kunst immer einzigartig bleibt. Vielen, vielen Dank. Dank Hamburg, lass uns fliegen. Wer mitsingen kann, gerne mitsingen oder einfach so tun. Tag ein, Tag aus, in den Tag hinein. Mein Kartenhaus ist aus hartem Stein. Es fällt nicht um, es fällt nur auf. Du stellst mir ein Bein, ich stell mich drauf ein. Sehe mich, sehe alles ein. Der Plan geht auf oder ich gehe ein. Atme aus, atme ein. Ich will nur fliegen und die Flügel sind gespannt. Wohin sie mich tragen, hab ich nicht in meiner Hand. Ich will nur fliegen und die Flügel sind gespannt. Wohin sie mich tragen, hab ich nicht in meiner Hand. Tag ein, Tag aus, in den Tag hinein. Mein Kartenhaus ist aus hartem Stein. Es fällt nicht um, es fällt nur auf. Was hält uns jung? Wer hält uns auf? Suchen und wir spüren alles auf. Haben alles, geben alles auf. Tauchen unter, doch wir fliegen auf und davon. Ich will nur fliegen und die Flügel sind gespannt. Wohin sie mich tragen, hab ich nicht in meiner Hand. Ich will nur fliegen und die Flügel sind gespannt. Oh, oh, wohin sie mich tragen, hab ich nicht in meiner Hand. Wieder ein Song übers Fliegen, in dem man nicht abhebt und immer auf dem Boden bleibt. Innere Frieden, alles darüber schon geschrieben. Alles wurde so prophezeit. Wir sind drauf gekommen, wer die Erde dreht. Wir waren verloren auf demselben Weg. Immer nur nach vorn seit dem ersten Schritt. Ohne Flüge geboren, doch wir sterben mit.
Es dauert eben lang, bis ein Flügel wächst und du den Chip in deinem Kopf umprogrammierst. Wir sind alle gefangen in einem Lügennetz und haben Angst, irgendwann alles dunkel wird. Entweder ich stelle mich dem Traum oder renne weg, von der Raupe zum Kellerbeck. Manche können es, ich kenne nicht viele, brenne jetzt, denn ich mach, was ich liebe und nenne es Fliegen. Oh, 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 das ist euer Part. 1, 2, 3. Oh, 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 ich will nur fliegen. Oh, 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 ich will nur fliegen. Oh, oh, oh. Yeah, und jetzt geht's weiter, weil es ein Medley. Denn wir sind Workaholics, yeah. Workaholic-Philosophie. Mit Double Time meine ich nur, ich arbeite doppelt so viel. Aber wenn du gut bist, wirst du gehatet, doch dieser Job ist, was ich lieb. Die Musik längst runtergefadet, doch der Kopf nickt noch zum Beat. Der Topper recht hat, Headbuttons, Weltall, Rap-Asteroid oder Rap-Star. Zu viel Adrenalin, bitte weg da oder bleib da. Das ist fast wie Magie, wenn ich Tracks mach. Gebe nur ein bisschen von dem Glück zurück, Stück für Stück. Die Zeit tickt davon, Stift gezückt, bis Geistesblitze kommen. Verrückte Songs, hungriger Live-MC und ich ess was auf den Teller kommt. A cappella Rapper jung, wir sind ja auf fleißig Form. Tellerwäsche zum Skill in der mit 30 komm. Vorbei und du weißt es schon, neuer Gig, neues Glück, neue Crowd. Singen alle Texte mitten, sind laut, wissen wer Chef geht es, doch ich weiß es selbst nicht. Scheiß auf Geld, ich zeichne ein Weltbild sehr gewagt. Im Herzen trage ich deine Wern, ich saß seit dem ersten Tag. Schwerster Part, zufrieden zu sein, wieder allein. Doch bedanke mich bei jedem, der die Werke mag. Chef gesagt, wohin willst du gehen? Kein Plan, nie gedacht, dass ich so weit komm. Immer nur das Mic genommen, live perform, schreibe Songs. Und ich hab jetzt ein bisschen Fame, aber nach der Show ist vor der Show. Nach der Show ist vor der Show. Nach der Show ist. Nach der Show ist. Nach der Show. Nach der Show. Nach der Show. Nach der Show. Vielen, vielen Dank, dass ich der erste Gast hier sein durfte bei Yo Sam TV Raps. Mach mal nochmal leer. Vielen Dank. Mike hier mit Johannes Arzberger. Auch aus Hamburg. Vielen, vielen Dank. So, nice. Und du hast ja auch gerade gerappt, du isst, was auf den Tisch kommt und rate, was ich für dich habe, mein Freund. Ich habe den offiziellen Sucuk Salami mit Wasabi und Tzatziki aus Thessaloniki, Habibi. Nicht dein Ernst, wow. Ja. Okay. Deshalb. Also gibt es den auch dann offiziell zum Kaufen, oder? Nur wenn du da bist. Okay, geil. Nur für dich, auf jeden Fall. Vielen, also deshalb, vielen Dank. Lass mir einen übrig, das ist nur einer für dich, ne? Okay, vielen, vielen nicht, Dank. Nicht durchdrehen jetzt hier. Alles klar. Nur weil das Sucuk drauf ist. So, okay. Das war richtig geil, oder? Das war die erste Folge. Unglaublicher Gast. Chef Cat. Ja. Einer der sympathischsten Menschen. Warte, lass mich ganz kurz noch reden, weil genau, weil vielleicht kommen noch andere Leute, mit denen ich sogar noch mehr History habe und so, aber bei einer neuen sympathischen Hip-Hop-Sendung muss man einfach so einen geilen Menschen wie ihn einladen. Also noch einmal einen Riesenapplaus für Chef Cat, während er sein Burger ist. Okay. Ich spiele auch noch einen für euch, ist okay oder was? Darf ich rappen? Darf ich rappen jetzt? Ihr müsst mitmachen. Wenn der Beat reinkommt, wann kommt der Beat rein? Wieso? Yeah. Jetzt. Yeah. Tut mir leid, dass ich mich selber so feier. Aber irgendjemand muss tun. Sag was? Irgendjemand muss tun. Ey, tut mir leid, dass ich mich selber so feier. Aber irgendjemand muss es tun. Sag was, Hamburg, irgendjemand. Yeah, ich sag viel Audio, audiophil. Dreh den Sound laut auf in deinem Automobil. Wenn die Wände immer näher kommen, Klaustrophobie, musst du rausziehen, glaub mir, auf und davon. Schau, Maus im Haus, mach mal laut Applaus. Neues Album ist sogar am iTunes Store verkauft. Wie kann das sein, der Typ kann krass rein. Dann lass ich die Beat beginnen und ich schwingt das Tanzbein. Und alles war wieder drin, ja, ich bin wieder drin. In meinem Element kennt keiner, der so gut klingt. Fast unverstehen, wie locker der Flow von der Zunge geht, während der Plattenteller die Runde dreht. Und den Weg blickt nach vorne, nie umgedreht. Male Bilder bunter als ein Blumenbeet zu drehen. Diese Rappers müssen wieder in die Schule gehen. Jedes Mal, wenn der Boy kommt mit neuen Songs, sagt sorry, dass ich mich selbst so feier. Aber irgendjemand muss es tun. Hamburg, irgendjemand. Sag, tut mir leid, dass ich mich selber so feier. Aber irgendjemand muss es tun. Sag was, irgendjemand.
Yeah, yeah. Deutscher mag keine Angeber, mich schon. Deine Schimpfwaffe blau, deine eher Pinkton. Schimpfo, talentier mit der Lingo. Keiner kann mich ändern, Mann, ich bin so. Ja? Irgendjemand muss tun, irgendjemand muss tun. Deine Freundin sieht nackt aus wie ein Summenhuhn. Dabei ist sie eine dumme Kuh. Haha, scheiße, Mann, ich kann nicht ernst bleiben. Zieh dahin, wo's weh tut. Schütze von Scherzzeichen. Unika, Cookie Mark, können wir nicht vergleichen. Komm mit Raum, Pelzmantel aus Meerschweinchen. Die Rapper ab, die Aussagekraft von einem Leerzeichen. Space-Taste, ich verbring mir Zeit mit eurer Face-Maske, als dass sie im Studio an Takes wasselt. Ja? Euer kitschiges Schrückgrat hat die Konsistenz und Knebenmasse. Denk ich mir, während ich Haze-Waffe in der G-Klasse haben, eine lebhafte Fantasie und Tanz zum Beat. Ich spiel ins Zentrum, steil bis ins Randgebiet. Eigenlob, Zeit auf Flow, so ist das ganze Lied. Kann mich runterziehen lassen, aber feier mich lieber. Diese Rapper sind so echt wie meines Freien in China. Yeah. Geht es nicht um lila Steine, Digga, scheiß auf Papierkram. Hey. Und es tut mir aufrichtig leid, dass ich mich grad feier, feier, feier. Aber irgendjemand muss es tun, sag was? Ja, tut mir leid, dass ich mich selber so feier. Aber irgendjemand muss es tun, Hamburg! Yeah, meine Zukunft ist ein Hellruhm, Flug und um die Welt, Jungs, während ihr Hits bastelt, googelt ihr euch selbst, ja. Gib mir eine Fanfare, ich kletterte die Erfolgsleiter hoch, kam oben am Mund und schon aus, an der Bananenschale, verdammt schade, ja. Aber dies Medizin für eure Anlage, ja. Nach die ganze Schrott schließt er kein mehr Passwort und danach wechselt riesengroße Plantage Ansage. Hanseatisch, ganz sympathisch, bin ein analoger Künstler, der kein Bandsalat ist, auf Ansicht der Heuriger als eine Panzerfahrt ist, bekommt er nicht mal mit, wer der Kanzler gratis, dafür bekomm ich Ganja gratis, hör mal wie nice der Flow auf dem langsam Part ist, Digga, ich rap für dich. Ich mach dich nicht lächerlich, in dem du wirst du mein Dank erwartest, bin ein arroganter Artist, der sich selber feiert. Ha? Denn irgendjemand muss tun, Hamburg! Ja, tut mir leid, dass ich mich selber so feier, feier. Aber irgendjemand muss tun, und ihr sagt: Vielen Dank, Hamburg City! Ja. Habe ich mir einfach mal so gedacht, hä? Irgendjemand muss es tun, wenn kein anderer sonst so eine geile Hip-Hop-Show macht, dann mach ich's eben, das Yo Sam TV Raps. Wir haben noch ein paar krasse Gäste. Wollt ihr noch mehr Performances hier sehen? Okay. Dann haben wir als nächstes einen unglaublichen Mann. Ihn werde ich natürlich noch mindestens in 10 Folgen haben, weil er so eine krasse Story hat und ich ihn so gut kenne. Aber ihr kennt ihn auch alle. Sein Name ist Afrop aus dem Schuss der Kolchose. Und er ist am Start mit einem jungen Mann. Komm mal hier nach vorne. Mein Mann Horst aus Wuppertal. Das ist Horst, ja? Er heißt, okay. Er heißt wirklich so. Und dein Instagram-Profil ist auch, das ist Horst, ne? Das ist Horst. Genau, das ist also Horst. Und Horst ist auch ein Rapper. Der rappt aber heute noch nicht. Er muss erstmal seine Deuce payen und ein bisschen Klavier spielen für einen Rapper. Dann darf er nächstes Mal rappen. Aber wir haben gerade geile Sachen im Studio gemacht. Und hier ist unser Thelonious Monk aus Deutschland. Okay, nee, Bill ADF. Evans. Bill Evans. Ja? Bill Evans, okay. Das sieht nicht so aus, aber ich hab sein Soul. Ja, voll. Und du hast vor allem nicht nur das, du hast ein krasses Live-Album gemacht. Genau. Und ich hab dich so überhäuft mit so Fan-Messages, dass du irgendwann so gar nicht mehr gecheckt hast, dass wir auch Freunde sind. Weil du so, fuck, genau, Alter, stimmt. Ja, ist ja gut jetzt, Alter. Deshalb, okay. Auf ich jeden liebe Fall, dieses neue Album, deshalb. Auf jeden Fall, ich muss das kurz erzählen, weil er sagt zu mir, hey, ich mach diese Show, so möchtest du einen Song spielen, ich finde dieses Interlude geil. Ich so, ja, geil, mach mir. Ich hab nicht nachgedacht. Das ist mit der schwierigste Song auf der ganzen Platte. Dann sag ich, ja geil, dann machst du Beats und so. Er meinte, ich mach gar nichts, Alter. Du spielst das Akustik mit dem Jungen. Dann hab ich gesagt, okay, let's go. Also Horst, bist du bereit? Ja, okay, warte, yeah. Hör mal, ist gleiche Einstellung wie beim Soundcheck, oder? Also, okay. Let's go. Nicht geschimpft ist auch gelobt, mein Schatz, ist auch gelobt. Yeah, let's go, baby. Mit der letzten Platte überrascht, voll im Saft, also volle Kraft. Wieder alles toll gemacht, hab wieder meinen Soll geschafft. Man nennt mich auch den Rasierer, den letzten seiner Art und kein Fallspieler. Yeah. Warte. Ich bin wieder hier im Haus, Mann, weil Afrop kriegt Applaus, Mann. Ich habe diese super Vibes.
Ich chille heute mit dem Horst. Man nennt mich auch den Rasierer. Der Letzte seiner Art und kein Fallspieler. No, 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 no. Lyrics, 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 okay. Ich hab das Feld von hinten aufgeräumt. Pragmatisch nie das Pferd von hinten aufgezäumt. Ich zählte alle meine Wunde, meine Narben. All die Namen, die sie mir mal gaben in diesen Tagen. Nimm ein Magazin und dann eine Kugel. Das dann im Rudel. Ein Sieg doch kein Jubel. Ein Sieg doch kein Jubel. Nein, 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 nein. Was muss man machen? Ey! Manchmal muss man einfach machen, yeah. Einfach packen seine sieben Sachen, yeah. Da wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Schlag meine Feinde mit ihren eigenen Waffen. Man nennt mich auch den Rasierer. Der Letzte seiner Art und kein Fallspieler. Okay, ich hab noch einen, ich hab noch einen. Listen. Ey, ich wünsche, dass ich mal so werde. So in meinem Sinne ausgelebte Werte, ausgelebte Stärke. Nett zu mir und keine übertriebene Härte. Manchmal lockt man mich zu leicht aus der Reserve. Aua, 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 aua. Das ist meine Achillesferse. Ein Sieg doch kein Jubel. Ein Sieg doch kein Jubel. Horse baby, keep it moving, baby. Mm. Ich geh drei Schritte nach vorn und vier wieder zurück. Ein Sieg doch kein Jubel. Ein Sieg doch kein Jubel. Nein, nein, nein. Shut up, boy. One Shutter. Das waren Afrop und Horst. So. Und Horst bleibt noch ein bisschen da. Spielst du noch einen auf für uns, Horst, hier oder was? Hä? Ja, komm. Hast du noch einen Song gelernt? Okay, du spielst jetzt mit meinem Banjo. Wo ist Banjo? Komm mal hier. Pretty Jackson, aka Banjo, mit seiner neuen Single, begleitet von Horst. Ich glaube. Jetzt ist mein Mikrofon. Hamburg, geht's euch gut? Habt ihr Spaß? Mach mal einmal Lärm für Sammy Deluxe, für Chefcat, für Afrop. Wunderschön. Ich klaue mir hier auch noch einen Stuhl mal eben kurz. Und zwar starten wir das Ganze zusammen am Klavier. Das habe ich noch nie gemacht. Premiere, extra für euch. Vorsicht. Dass du schnell aufstehst. Bist du aufgeregt, Horst? Ich mach, was ich will. Mir egal, was alle anderen sagen, was ihnen an mir fehlt. Alle wollen Glück, aber alle haben Angst, den Umweg zu gehen, der passiert, wenn man lebt. Schreib meinen Namen dort unter Fassaden, um allen zu sagen, ich war vorher hier. Nimm meine Narben, bemal sie mit Farben und zeig allen, ich habe nichts zu verlieren. Jeder kann mal hinfallen. Wo liegt denn da das Problem? Wenn man am Boden liegt, kann man die Ziele ganz oben doch eigentlich viel besser sehen. Viele Dinge laufen schief. Unser ganzes Leben lang, niemand ist nur einen geraden Weg gegangen. Jeder von uns zeigt irgendwo irgendwann an. Glaub, so formt sich unser Charakter, so formt sich unsere Wesen. Sie schossen mich in eine Richtung, aber ich trete gerne daneben. Finde Unperfektes viel schöner, als den ganzen Einheitsbrei. Will nicht lernen, was alle wissen, ich will sehen, was keiner. Kann ich euch hören? Ist nicht perfekt, aber irgendwie wird es schon. Nicht ganz korrekt, aber irgendwie wird es schon. Ist nicht perfekt, aber irgendwie wird es schon. Irgendwie wird es schon. Irgendwie wird es schon. Ist nicht perfekt, aber irgendwie wird es schon. Nicht ganz korrekt, aber irgendwie wird es schon. Ist nicht perfekt, aber irgendwie wird es schon. Irgendwie wird es schon. Irgendwie. Ich zeig dir die Fehler. Wir lachen darüber. Ein paar hat
doch jeder. Ist doch Wahnsinn, warum will jeder perfekt sein? Nicht perfekt, nicht ganz rund, aber dafür mit Ecken und Kanten. Zwischen Start und der Landung, Turbulenzen normal. Doch ich werf nicht das Handtuch, ich find den Hand umdrehen, einen Weg hier raus. Glaub nicht auch an das, was hier jeder glaubt, sondern dass jede Schönheit auch Fehler braucht. Zeig dir meine, was ist mit dir? Jeder kann mal hinfallen. Kratzer ziehen die Fassade, tragen stolz unsere Narben, sprengen mit Absicht einfach den Rahmen. Es gibt so viele Regeln, doch mir bleibt zu wenig Zeit. Will nicht lernen, was alle wissen, ich will sehen, was keiner weiß. Ist nicht perfekt, aber irgendwie nicht ganz korrekt, aber ist nicht perfekt, aber irgendwie wird schon. Hamburg City, wo seid ihr? Ist nicht perfekt, aber irgendwie wird schon. Nicht ganz korrekt, aber irgendwie wird schon. Ist nicht perfekt, aber irgendwie wird schon. Irgendwie wird schon. Irgendwie wird schon. Mach mal Lärm für meinen Horst am Piano. Wir haben das Ganze erst gestern zusammengeprobt in der Kunstwerkstatt. Und es wäre wunderschön, wenn ihr das Ganze noch einmal mit uns singen könntet, auch während ich hier sitze. Können wir zusammen starten, ja? Das Ganze geht so. Ist nicht perfekt, aber irgendwie wird es schon. Nicht ganz korrekt, aber irgendwie wird es schon. Ist nicht perfekt, aber irgendwie wird es schon. Irgendwie wird es schon. Könnt ihr das alleine? Schön, wir kommen gleich die Tränen. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja. Yeah. Das war Benjo und das ist Horst. Wollt ihr noch mehr Hamburg? Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber... Okay, eigentlich wollten wir bis 10 Uhr durch sein, weil wahrscheinlich die Polizei kommt, wenn diese nächsten Künstler auftreten. Nicht nur, weil es laut wird, sondern weil sie schwarz sind. Oh, ich hab's gesagt. Was? Alles klar, okay, mein Mann Willy Will kommt jetzt hier an den Start. Die Youngins sind im Gebäude. Was ist los, Bruder? Let's do this. Geht's euch gut? Sammy? Ja? Yeah. Hast du dein Feuerzeug? Ja, ja, ich mach diese Feuerzeug-Sounds hier. Ja, ja, ja. Mein Name ist Willy Will, für alle, die mich nicht kennen. Heute springen wir nicht, es wird ein bisschen gemütlich. Seht ihr da? Guck mal. Hör mal, hab dich gerade von da vorn gesehen. Dachte, es ist cool, wenn ich mal rüberkomme. Wusste nur nicht, wie das rüberkommt. Bin ein bisschen schüchtern, aber scheiße, Mann, wen juckt das schon? Bestell uns ein, zwei Drinks, wenn es cool ist. Ruf mich doch mal an, wenn nichts zu tun ist. Wo bleiben die Manieren? Ich heiße Willy. Pfefferminz im Mund, denn ich spreche gerade mit Whitney. Erzähl mir was von dir, ich erzähl was von mir. Bringst mich außer Fassung, ich will nicht den Takt verlieren. Ziebe runde Locken, sie ist light skin. Lil Mama, nein, ich würde dich niemals teilen. Baby, scheiß auf Willy, nenn mich Daddy. Ihre Lippen schmecken Zucker so wie Candy. Ich schließ die Augen, spüre wie ihr Herz packt. Öffne erst meine Augen, wenn der Beat drops, dann. Yeah, die Welt bleibt stehen, wenn der Beat drops, dann. Yeah, sie lässt sich gehen, wenn der Beat drops. Die Welt bleibt stehen, wenn der Beat drops, dann. Yeah, ja, sie ist dann, yeah. Ja, sie ist. Baby, bleib mal stehen, ich muss dir was gestehen. Ich geb es zu, ich hab schon länger auf dich abgesehen. Ich weiß, du hast keinen Freund, verbring doch Zeit mit mir. Komm mit mir, ich hab ne Bude, ist nicht weit von hier. Okay, guck dich gerne um, ich weiß, ich hab nicht viel. Sie versteht es, weil sie in derselben Liga spielt. Weiß selber nicht, warum sie mir so gut gefiel. Keine Ahnung, das ist Magic, so wie Copperfield. Ich glaub, es wird ein bisschen warm hier. Bleibe cool und roll das Grüne in das Papier.
Party-Killer-Shots, ich hab ein Sitzen. Ich starr sie einfach an, sie lässt den Rauch aus ihren Lippen. Sie spürt, ich male mit der Zunge Bilder. Bin voll in Fahrt und ich beachte keine Schilder. Voll entspannt, ich werd mir Zeit nehmen. Leg dich hin, ich ess die Pussy so wie Eiscreme. Stop. Die Welt bleibt stehen, wenn der Beat drops. Stop. Ja, sie ist down, ja. Sie legt sich hin, wenn der Beat drops. Stop. Sie ist down, sie ist down. Sie legt sich hin, wenn der Beat drops. Stop. Sie legt sich hin, wenn der Beat drops down. Willy, 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 Willy. Yo, yo. Yo. Viel, vielen Dank, Bro. Checkt auf jeden Fall Willy Wills EP aus. Willy danke, allein dass ich zu Hause. Auf jeden Fall hier sein durfte. Gerne, gerne. Premiere auf jeden Fall. Mach mal einmal auch nochmal einen Applaus für Sammy, dass er alle unterstützt. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, die Polizei ist noch nicht aufgetaucht. Wir haben noch einen Song von einem Youngen hier im Haus. Sein Name ist If He Knows. Hello. Mit dem gleichnamigen Song If He Knows. Yeah, yeah, yeah. Einen wunderschönen guten Abend, Hamburg. Mein Name ist If He Knows. Der Song, den ich spiele, heißt If He Knows. Yeah. Yeah. Ich sag, ey, was geht, ich bin If He Knows. Ich trage mal chillische für die Show. Ich zeig dir mein Fit, man komm, das geht. Meine Klick kann man nicht übersehen. Wir stehen vor Pinky bis früh am Morgen. Die Jungs denken stets, sondern zu versorgen. Mein feinsten Likör, la Pimo. Über ein Song, Viertelstunde später sieht es aus wie eine Bombe zur Feier. Oh, yeah. Haben eine nervige Freundin in Eiern. Jacke sitzt, es ist Space mit dem Free. Sie ist nicht niemals ohne mein Team. Wir halten Debatten über Chris von Nasche und Ultralight Beat. Hey. Yeah. Manchmal fühle ich mich dann wie ein Film. Doch ich steh im Schatzengebiet. If He Knows, mein Name ist If He. If He Knows, mein Name ist If He, yeah. If He Knows, mein Name ist If He, yeah. Yeah, If He Knows, yeah, yeah, yeah. If He, yeah, If He Knows, mein Name ist If He, yeah, yeah, yeah. If He Knows, mein Name ist If He, yeah. Yeah, If He Knows, mein Name ist If He, yeah. Yeah, If He Knows, yeah, yeah, yeah. Wir gucken und trinken und sabbeln und sabbeln. Wir steppen ans Mike, wir lieben den Scheiß. Paar Zähne dabei an der Schlange vorbei. Wir leben das Leben, ha, ich bin cool mit jedem. Steh unter Gottes Segen, mich verändert vom Weg. Ich hab nur Raum, ich bin neu, ich mach Platz. Für die Family gibt's keinen Ersatz. Deshalb lass ich hier niemanden stehen. Von Hamburg nach Haus, nur um Mama zu sehen. Nach einem Tag wieder gehen, um im Studio zu schlafen. Hey, Nächte wohnen zu Tagen, ha, wohin geht die Reise? Hamburg macht mal Lärm, Alter. If He, yeah, yeah, If He Knows, mein Name ist If He, yeah, yeah, yeah. If He Knows, mein Name ist If He, yeah, If He Knows, mein Name ist If He, yeah, If He Knows, yeah, yeah, yeah. If He, yeah, yeah, If He Knows, mein Name ist If He, yeah, yeah. If He Knows, hey, mein Name ist If He. Wie ist mein Name? If He Knows, yeah, mein Name ist If He. Yeah, If He Knows, yeah, yeah, yeah. Dankeschön, Leute. If He Knows. Late Night Talk EP. Draußen. Late Talk EP. Draußen seit ein paar Wochen. Check den Jungen aus. Wir haben noch einen Rapper hier. Immer noch keine Polizei. Wollt ihr noch einen Rapper hören? Ja. Auch hier aus Norddeutschland. Ein krasser, komplexer Lyricist. Verrückter Dude. Mein Mann John Noone ist im Haus. Mach mal Lärm. Schön, euch hier zu sehen. Mein Name ist John Noone und ich habe ganz schnell noch mal kurz mein Set umgeswitcht, weil das passt besser für die Atmosphäre. Das Ding ist, ich glaube, das könnte ein paar aus dem Herzen sprechen. Also mir tut es das. Es passt doch vom Platz her. Da ist Hamburg, da ist St. Pauli, ist die Schanze, ist das Karo-Viertel, ey. Ich war nie Teil dieses Films, der bald einen Oscar gewinnt. Bin nur ein Dorfrottel ohne Ortskenntnisse. Rolle auf der Street ohne Porsche Cayenne. Und komme trotzdem ans Ziel. Zurück auf Linie M, wie Mensch, sei nicht so ernst. Manchmal ist Leben mehr Moped als eine Hayabusa. Der Heimat und fern in einer Stadt, die nichts lernt. Fahre die Stationen ab meiner Mission hinterher. Nick bei jedem Kilometer, andere starren aus dem Fenster. Das Grinsen bohrt sich schmerzhaft dorthin, wo's Herz saß. Räum mein Platz für die Oma mit dem Krückstock, wir kennen das. Scharen hast in Gemönke Bergstraße. Hier trifft der Abschaum auf Weltadel. Getrennt wird mit Geldkarte und am Pech schwarze Mantel der
Gesellschaft leer, die die Recht haben. Weshalb ich wegfahre Richtung keiner Stecknadel. Dem Ziel sein Sinn geben, etwas Verwerfbares. Erklär dem Kontrolleur mein Malheur, als er mich frühst ertappte und tappt um Dreck am Stecken, check meine Führungsakte. Und bis dahin findest du mich neben der Oma, die strickt und den komischen Kids ohne was Gutes im Sinn mit Nuancen, die bringen auf nen Beat von Brasslewitsch. Und bis dahin findest du mich neben der Oma, die strickt und den komischen Kids ohne was Gutes im Sinn mit Nuancen, die klingen ja Beat von Brasslewitsch. Zurück auf Linie M, wie mach bloß, was sie sagen. Oder ignoriere ihr Warnen und schone dein Atem. Steige den Bus, verschmufer den Hafen. Zurück zu Ruhm und Fanfaren als Räuber oder Gendarm. Ey, vorbei an allem, was dich formte und modellierte. Vorbei an grausige Dunkeltümen, sie raunen durch die Kajüte. Kaum einer fühlt dich, wie ich's tu, in öffentlichen Flüchen. Immerhin besser als in Vollzügen, ey. Ich soll nicht besonders in Kontenance üben, aber bekomm das nicht so hin. Trotz den Joints, die verglühen, fahr vom Norden in den Süden, lebst es wie Superlative und wirke vollkommen zufrieden. Erfahrung, Endstation, mein Nahrung für mein Kopf ist ein Stück auf dieser Strecke, meist eine Bereicherung. Start, stopp, nix Automatik, ich entscheide, wann ich drop. Vielleicht erst, wenn der Zeitsprung geschafft. Und bis dahin findest du mich neben der Oma, die strickt und den komischen Kids ohne was Gutes im Sinn mit Nuancen, die klingen auf nem Beat von Brasslewitsch. Und bis dahin findest du mich neben der Oma, die strickt und den komischen Kids ohne was Gutes im Sinn mit Nuancen, die klingen auf nem Beat von Brasslewitsch. Ich war nie Teil dieses Films, der bald nen Oscar gewinnt. Bin nur ein Dorfturtel ohne Ortskenntnisse. Rolle auf der Street ohne Porsche Cayenne und komme trotzdem ans Ziel. Ich war nie Teil dieses Films, der bald nen Oscar gewinnt. Bin nur ein Dorfkrottel ohne Ortskenntnisse. Rolle auf der Street ohne Porsche Cayenne und komme trotzdem ans Ziel. So wie ihr heute Abend. Dankeschön. Dankeschön. John Doe. John Doe. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und ja, ich habe jedes Wort verstanden. Ich hab mitgeschnitten. Du hast mitgeschrieben, sehr gut. Das war richtig krass, Digga. Ey, wir haben ein kleines Zeitproblem. Ich hätte dir gesagt, du darfst zwei rappen, aber jetzt ist over. Jetzt over. Aber du kannst gerne in einer der nächsten Folgen wiederkommen. Dankeschön. Weil du einfach krass bittest. Mach mal Lärm für John Noam. Dann kurze Info, ich muss das natürlich als Werbeveranstaltung nutzen. Was John Noam ist der Name. Es gibt eine Platte von mir und Figo Brasslewitsch, die ist seit geraumer Zeit im Handel zu haben. Staffel 1, Episode 1. Am 13.12. kommt die zweite Episode dieses verrückten Serie-Marathons, den ich hier gerade begonnen habe. Produziert von Younes, einem Typen, vor dem ihr Angst haben werdet. Viel Spaß, schönen Abend. John Noam ist der Name. Peace. Okay. So, dann nochmal einen fetten Applaus für die ganzen Ex, die heute Abend gespielt haben. Es ging um Chefcat, Sammy Deluxe, mein Mann Afro, Benjo, Willy Will, If He Knows, John Noam, Das ist Horst, DJ Vito, okay? Außerdem danke ich natürlich den ganzen gefundenen Fressen, vor allem Pretty K, Christoph Brandt für die leckeren Burger. Danke an Lotte Karotte für die Redaktion, an meinen Mann Diddy, der es die gemacht hat. Danke an meinen Mann Hannah, der uns den fetten Sponsor besorgt hat. Vielen Dank, vielen Dank. Danke an NBA 2K und die anderen Sponsoren natürlich auch. Und das hier war unsere erste Sendung live aus dem gefundenen Fressen in Hamburg City. Mein Name ist Sammy Deluxe, ich bin euer Host. Yo, Sam TV Raps, wir sind draußen. In alter Manier sagen wir noch einmal, yo, yo, Rapper sagt, yo! Peace out. Vielen Dank, Hamburg! Es hat uns unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Jetzt seid ihr endlich entlassen und könnt hier aus der geilen Sauna raus. Wir bedanken uns und wir sagen... Nee, jetzt sind wir live auf Insta. Jetzt ist der Facebook-Scheiß vorbei. Geht einfach auf Facebook besser, ne? Mit diesem Livestream-Ding. Insta ist dafür noch nicht gemacht. Aber eigentlich liebe ich natürlich meine ganzen Leute über Instagram, weil das viel geilere Ding ist, ne? So, also, hier nochmal.